service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded. Careful, don't pull the cord off me. Servus, meine Lieben, und recht herzlich willkommen zum epischsten Stream des Jahres hier auf dem Austria X-Server. Freut mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wen sehen wir hier? Ich sehe Laurent, ich sehe die Ella, ich sehe Franziska Nachtrab, ich sehe Anime, ich sehe Caro, ich sehe Martina. Ich sehe gerade nur Mädels. Hallo Mädels. Ich sehe Daniel Holl, ich sehe Thomas Meyer, ich sehe Luca, ich sehe Stefan, ich sehe Lukas, ich sehe Itzo, Robert, hallihallo, Miss Kati, hallihallo, Michi, Abanob 133 und Chrissy am Moderieren, vielen herzlichen Dank. Lieber Chat, recht herzlich willkommen zum legendärsten Stream des Jahres. Folgendes: Heute werden wir die Asservatenkammern der Polizei leeren und werden sie an einen sicheren Ort bringen, da ja demnächst AX Reloaded starten wird. Demnächst heißt 26. Oktober 2022. In 1,5 Wochen kommt AX Reloaded. Die Leute, die auf AX Discord sind, wissen schon Bescheid. Ich sehe es auch hinter mir, machen sich die Leute schon alle bereit. Wir machen heute den Mega-Sondertransport in der RP-Geschichte. Ich habe nichts Vergleichbares gefunden. Ich habe die letzten paar Tage, ich habe schon, bevor ich die Idee hatte vor 2 Wochen, habe ich schon geschaut, ob es sowas gibt. Gibt es nicht. Dass Leute, also Polizei, die Asservatenkammern, Depositen heißt das, leert und zur Vernichtung hinzuführt, weil das Ganze für AX Reloaded nicht mehr benötigt wird. Dementsprechend haben wir heute in unseren Fahrzeugen Schätze in Millionenhöhe, Waffen in Millionenhöhe, Drogen in Millionenhöhe. Die müssen wir sicher von A nach B bringen. Wir werden heute jede Menge Codewörter benutzen, nicht wundern. Wir müssen jedoch aus Gründen der Sicherheit einige Sachen nicht sagen. Oder wir sagen es anders. Also seid einfach nicht verwundert, wenn wir heute Ausdrücke benutzen, wo ihr keine Ahnung habt. Es ist nämlich ein Teil des Plans durchgesickert und das, obwohl ich heute erst um 18 Uhr den Plan für die Kollegen veröffentlicht habe, sind gewisse Sachen durchgesickert. Es ist also ein Angriff seitens der Crimes, sagen wir so, nicht unwahrscheinlich. Ja? Dementsprechend müssen wir heute extrem schwere Geschütze auffahren. Ihr werdet jetzt vieles sehen. Wenn was schief geht, werdet ihr alles sehen. Wenn es funktioniert, schauen wir, dass wir es rasch über die Bühne bringen. Wir haben in 15 Minuten, um 19.30 Uhr ist nochmal eine Besprechung. Die letzte Abschlussbesprechung, bevor wir um 20 Uhr losfahren werden. Wie lange die Route dauern wird, die Route werde ich euch nicht sagen, aus Sicherheitsgründen. Ihr werdet es im Stream sehen. Wie das Ganze ablaufen wird. Ich darf dazu jetzt nichts sagen. Ich habe deswegen extra die Besprechung vorgelegt,
auf 18 Uhr. Das heißt, ich um 17 Uhr hatte schon die erste Besprechung, um 18 Uhr die zweite Besprechung, also mit 2 Stunden Besprechung gehabt. Deswegen jetzt auch kurze Verzögerung, ich war noch nicht fertig mit dem Besprechen. Also, es wird heute etwas komplett Neues in der RP-Geschichte geben und seid gespannt. Ich freue mich sehr, wenn ihr alle bis zum Schluss durchhalten könnt. Dann noch etwas Wichtiges. Wir haben am 20.10. zwischen 17 und 20.30 Uhr die letzten Whitelist-Gespräche auf 2.0. Die gelten aber auch schon für AX Reloaded. 20.10. zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr. Wenn ihr also auf AX Reloaded dabei sein wollt von Anfang an, müsst ihr euch, das ist der letzte Termin, ich weiß nicht, wann der nächste sein wird, ja? Unbedingt. Ich sag's nochmal, 20.10. zwischen 17 und 20.30 Uhr. Dann, ihr habt, kurz, wir besprechen jetzt noch ein bisschen was, bevor wir dann gleich in Besprechen, also wir besprechen noch ein bisschen was, bevor wir in die Abschlussbesprechung gehen und dann den Konvoi starten. Dann, am 26.10. zum Nationalfeiertag von Österreich findet AX, also da ist die Wiedergeburt von AX, also AX Reloaded kommt daraus. Da werde ich auf jeden Fall streamen, 26.10. könnt ihr euch schon mal in die Gauerschel schreiben. Aber der Server wird bombastisch zu Ende gehen. Nämlich am Samstag, den 22.10. um 20 Uhr findet das Abschlussevent von AX statt. Nämlich, dass es wird ein vorzeigendes Halloween-Event geben, wo die Purge, kennt jemand den Film The Purge? Nachgespielt wird. Das heißt, in einem gewissen Gebiet, das Gebiet wurde vorher schon geleakt, ich kann es euch zeigen, in diesem Gebiet hier, ich glaube, das ist dieses, genau, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Gebiet hier ist, also Sandy Shores, werden sich alle Spieler versammeln und dürfen sich auf gut Deutsch gegenseitig abmetzeln, ja. Die letzten 3 Spieler, die übrig bleiben, bekommen eine Belohnung für AX Reloaded. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, seid da dabei, wird ein tolles Event. Die Regeln sind zum Beispiel jeder gegen jeden. Wer da übrigens stirbt, ist von AX 2.0 draußen. Ich mache kurz die Musik raus. Also, am 22. Alle Spieler versammeln sich hier. Könnt euch verkleiden, wie ihr wollt. Ist ein vorgezogenes Halloween-Event. Jede, die Spieler knallen sich gegenseitig ab. Wer stirbt, fliegt von 2.0 und darf erst wieder joinen zu AX Reloaded. Hat den Grund, weil am 22.10. um Mitternacht wird der Server abgeschalten. 2.0 ist ab Mitternacht vom 22.10. Geschichte. Und fährt erst wieder hoch zu AX Reloaded am 26. Hat den Grund. Ist also eine sehr coole Idee, eine Purge-Idee. Ganz zum Schluss, die letzten 3 Gewinner, also die letzten 3, die übrig bleiben, bekommen eine Überraschung für AX Reloaded. Beginn ist 20 Uhr mit einem besonderen Highlight. Was auch immer das sein wird, es ist eben nur in dem Bereich Mödling, wie ich schon vorher gesagt habe. Es gibt keine IC Regeln und keine Gesetze, das heißt, ihr könnt es eigentlich tun, lassen, was ihr wollt. Es gibt nur kleine, diese klitzekleinen Regeln. Erlaubte Waffen sind die SN-Waffe, die Pistole, die Kaliber 50, schwere Pistole, Machete, Messer und Baseballschläger, Taschenlampe und Klappmesser. Man darf nicht mit gepanzerten Fahrzeugen, Flugzeugen oder Hubschrauber rumfahren. VDM ist unterlassen, RDM ist gestattet. Keine Modifikationen wie Aimbot, Crosshairs, God-Mode und Unsichtbarkeit. Aber wer kannten? Okay, es gibt Aimbots für GTA, das ist traurig. Und um 19 Uhr am Samstag wird der Server restartet. Und es werden dabei schon alle unnötigen Ressourcen abgeschaltet, damit der Server gut läuft. Das ist der Abschluss. Abschluss-Event Purge auf AX Halloween-Event. Also wirklich, seid da dabei, das wird legendär. Ich kann da leider nicht streamen, ich habe am Samstag einen 24-Stunden-Dienst. Es gibt aber sicher den einen oder anderen Streamer, der das streamen wird. 20.10. Wie gesagt, letztes Whitelist-Gespräch. Das ist der Donnerstag, glaube ich, diese Woche, oder nächste Woche meine ich. Also unbedingt da dabei sein. Jo, so viel dazu, meine Lieben. Wir haben noch 10 Minuten, bevor wir in
in den Besprechungsraum gehen von der Rosauer-Kaserne. Ich kann ja schon mal in den Funk gehen. Jo, wow. So, genug dazu gesagt. Ja, heute eben werden wir die Asservatenkammern der Polizei komplett entleeren und werden alles wegbringen. Wir bringen alles an einen geheimen Ort und der Umzug findet sozusagen statt. Wir bringen das alles ins neue Wien. Deswegen. Jo, lieber Chat. In diesem Sinne, recht herzlich willkommen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich hätte mir gar nicht gedacht, dass wir so schnell sind oder dass ich das schnell runterbete. Ihr seht, das sind schon einige Fahrzeuge. Wie der Konvoi ausschauen wird, was da alles dabei sein wird, dazu schweige ich jetzt wirklich noch komplett. Außer, dass mein Shirt anscheinend ein bisschen zu klein ist. Da reißen wir schon die Ärmel auf. Ihr seht, ich bin heute als Cobra-Offizier unterwegs. Der liebe Aldin ist heute nicht da. Deswegen mache ich heute die Cobra-Einsatzleitung. Ich mache die komplette Konvoi-Leitung. Und ja. Ärgstens. Erzählt mir was, Chat. Ich war jetzt viel schneller als geplant. Hätte ich mir jetzt gar nicht gedacht, dass ich das jetzt so schnell runterbete, das Ganze hier. Aber hat gut funktioniert. Heieieiei. Jo. Runterbeten. Ja, das sagt man so. Kluses Wachhund. Ich habe das mal schnell runtergebetet. Die Ella ist nicht dabei, die hat am 26. Dienst. Wasch. Also wirklich, 26.10. Es wurde, wann war das? Gestern? Gestern war Samstag, gell? Sagen wir heute, Sonntag? Nein, gestern. Ich habe so den Überblick verloren. Über die Dienste und die Tage. Auf jeden Fall, ich glaube, gestern oder vorgestern ist es geleakt, also veröffentlicht worden, dass AX Reloaded am 26.10. rauskommen wird. Und wie gesagt, da wird gestreamt. Egal, ob du hier bist oder nicht. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Weißt du was? Das Bad wird morgen nicht. Genau, so wird es sein. Und da wird auf jeden Fall gestreamt. Wie lange geht das Stream heute? Keine Ahnung. Ich kann nicht sagen, ob wir heute komplett zerschossen werden. Ich kann nicht sagen, wie es heute ausgehen wird. Ja? Es kann leicht sein, dass man in einer Stunde, dass es da 15 verletzte Polizisten gibt. Das ist möglich, ja. Was ist, wenn ein normaler Einsatz ist im EP? Was meinst du damit, Michael Kampf? Nein, die Schwiegermutter wird da drin nicht transportiert. Von allen Kollegen werden die Schwiegermütter heute mit der Mamba transportiert. Die Mamba ist übrigens das gepanzerte Fahrzeug von der Nationalbank. Das gibt es auch in echt, das könnt ihr gerne mal googeln. Das ist nichts Geheimes. Das gibt es wirklich. Mamba heißt das. Mamba Nationalbank. Googelt es einfach Mamba Cobra. Findet ihr alles auf Google. Schaut ziemlich gleich aus. Ein ziemlich heftiges, gepanzertes Gerät. Und damit sind wir heute unterwegs. Aber es ist noch viel, viel mehr. Ihr werdet heute, glaube ich, viele Sachen nicht verstehen. Aber zum Schluss werdet ihr es verstehen, vermutlich, ja, wenn alles passt. Wenn während dem Konvoi normale Einsätze sind, die machen nicht wir, die machen andere Polizisten. Das sind, wie viele Polizisten jetzt gerade im Dienst sind, sage ich nicht. Es sind viele da. Ja, wir sind sehr, sehr viele. Aber wie viel, kann ich nicht sagen. Fredi, heute eh genug Liebe. Absolut. Fredi hat sehr, sehr viel Liebe bekommen. Heute schon. Sehr, sehr viel Liebe. Wir haben viel gekuschelt. Ich habe am Nachmittag mal ein bisschen Sport gemacht. Nein, am Nachmittag, am Vormittag war das schon. Nachmittag Sport gemacht. Zum Mittag habe ich meinen Grenadiermarsch gemacht. Und den Rest seit dem frühen Nachmittag sitze ich jetzt eigentlich vor dem PC und tue dann nur herumplanen und hoffe wirklich, das Event habe ich von vorn bis hinten durchgeplant. Ich hoffe wirklich, dass das heute hinhaut, dass wir sicher von A nach B kommen, sonst haben wir ein Problem. Ob ich einen Stellvertreter bei der LVA habe mittlerweile? Ja. Der liebe Georg Steinberger ist jedoch krank. Der liegt mit Fieber. Ich hoffe, es ist datenschutzrechtlich geworden, dass ich sage, lieber Georg, ich wünsche dir gute Besserung. Der ist leider nicht dabei. Der wäre mir heute das Führungsfahrzeug
geworden. Dafür kann ich aber jetzt schon mal was vorbereiten, so in 5 Minuten ist besprechen. Ich glaube, die können wir jetzt eh schon vorziehen. Ich packe jetzt nur mal das Auto schon mal aus für den einen Kollegen. Oder auch nicht. Sind denn da so viele? Ah, da kann ich sie schon. Wir parken aus den Audi A6. Mit dem wird ein Kollege heute fahren. Stelle ich ihm jetzt schon mal hierher. Borg heute mein Auto her. Wo ich die Mamba schon echt gesehen habe. Ja, schon ein paar Mal. Sind es heftige Fahrzeuge. So, wir werden mal in die Rosaura-Kaserne gehen. Ich glaube, dass schon die Kollegen alle warten. Ich glaube nicht, dass jetzt noch welche kommen werden. Ich glaube, so einen gefüllten Saal, wie wir jetzt gleich sehen werden, haben wir schon lange, lange nicht mehr gesehen. Und bevor wir jetzt reingehen, ein jeder, der noch nicht hat, ich würde mich sehr freuen über ein Abo. Oh, da kommt auch noch einer. Schaut bei mir gerne vorbei in meine Videobeschreibung. Ich habe auch einen Twitch-Kanal. Wie gesagt, das ist heute der letzte Stream auf AX 2.0. Würde mich sehr freuen, wenn ihr deswegen ein Abo da lassen könnt. Schaut in die Videobeschreibung und Daumen nach oben! Blaulicht in den Chat. Blaulicht in den Chat. Zumindest sagt das immer auf Twitch. Das kann man hier leider nicht machen, glaube ich. Kann man hier Blaulicht einfügen? Nein, ich glaube nicht. So, wir schauen mal, wie viele Kollegen jetzt da sind. Ich hoffe, alle. Ja, schon. Grüße Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Sind wir schon vollzählig? Dass irgendwer... Oberst, haben Sie das nachgeschaut zufällig, wenn wir vollzählig sind? Das sehe ich mal, das Nein. Okay. Wenn das hier wegen Lauderin. Hört man mich jetzt auch hinten? Ja. Ausgezeichnet. Hat irgendwer geschaut, ob wir schon vollzählig sind? Ah, freut mich. 3 Kobo-Beamte. Ausgezeichnet. Ah. So, jetzt hören wir sie auch. So hört man sie. Frau Oberst, freut mich. jetzt hört mich. Ja, das ist dieses Teufelseck da drüben. Ja, die Lautsprecher sind da drüben kaputt. Georg! Ja, wir passen auf den Auto auf. Danke für 5 Euro Versandkosten. Danke, Georg, danke. So, folgendes. Wie wir ja schon in unserer Vorabbesprechung alles besprochen haben, ihr wisst alle Bescheid. Hat irgendjemand noch Fragen? Nix? Gar nix? Ich glaube, Sie müssten mit Ihrem Adler sprechen. Der Adler kommt. Noch nachkommt. Es kommt noch ein Adler nach. Ich soll mir das daher dann hören. Nach, ja. Dann hört es mich gerade auf. Besser. Da. Es müsste der Adler 8 sein. Gezeichnet. Adler 8, passt. Der Adler soll das Verkehrsmotor auf dem... Genau, der soll den Motorradl vorausfahren dann. Genau. Ludwig 8? Oder? Nein. Adler 6. Adler 6. Ludwig 8 ist da unten, glaube ich. Ah ja. Ludwig 8? Bitte, Herr Oberst. Funkrufname Lotse 2. Lotse 2, ja, verstanden. So, dann unser Motorrad ist dann Lotse 1. Passt. Du hast die Strecke im Kopf? Ludwig 8? Im Kopf, jawohl. Ausgezeichnet, perfekt. Sollte etwas sein, ich
für damit die, weil ich jetzt die Einsatzleitung übernehme, bin ich die Cobra 100. Also nicht 911, ich glaube, das merkt sich leichter mit Cobra 100, sollte irgendwas sein. Ansonsten haben wir eh alles besprochen. Wir hoffen einfach mal, dass es gut vonstatten geht. Hat irgendjemand Kontakt mit den Wieseln? Negativ. Die sind vermutlich noch am Vierer, kann das sein? Weißt du, wer? Ja, positiv. Die haben auch vorher mitgeteilt, die sind bereit, wenn wir sie rufen. Also sie rufen uns nicht. Ich wechsle mal kurz auf den Vierer und funk die Wiesel an. Erster Name, den ihr heute nicht kennt. Wiesel. Wiesel von Cobra 100. Okay, meldet sich keiner. Ha! Wiesel von Cobra 100. Sind die sicher am Vierer? Sagt haben's vorher. Wiesel von Cobra 100. Okay. Keine Ahnung, wo die sich rumtreiben. Judy. Bitteschön. Da du ja in einem Auto sitzt, wo mehrere drin sind, könntest du mir die Verbindung zu die Wiesel aufbauen? Ja, können wir machen. Dann kannst du mit Wolfgang kommunizieren, weil dann haben wir mehrere Funkgeräte da in einem Auto drin. Das wäre super. Also, dass du immer vielleicht vorfragst, wie es ausschaut und dann mitteilst am Dreierkanal. Oder du gibst es dem Wolfgang weiter und der Wolfgang gibt es weiter. Ja, machen wir es so. Perfekt. So, ansonsten würde ich jetzt mal sagen, wir stellen zumindest mal den Konvoi her. Schaut, dass alle genug zum Essen, zum Trinken mit habt. Werkzeugkästen, Munition, Schutzwesten, Sturmhauben, Helme, Tank und dass die Autos sauber sind. Weil dann können wir mal den Grazer. Ja. Mein Audi, also der Audi vom Georg, der steht bereit. Hab ich gesehen. Fast. Dankeschön. Den müsstest du nur noch auftanken und einmal waschen, damit das gut und schneidig ausschaut, wenn wir da durch die Straßen von Wien flitzen. So, sonst noch irgendjemand Frage, Wünsche, Anregungen? Passt, dann besetzen wir den Konvoi so wie geplant. Gut, alle ganz still, ihr merkt, sind alle komplett schweigsam. Keiner sagt was, keiner redet was. Schweigen alle hoch 3000. Ja. Haben die Mamba-Fahrer ihre Fahrzeuge? Das sollte ausgemacht worden sein, ich weiß es nicht. Okay, ja, gucken wir gleich. Jo. Sonst einmal durchfragen. Müsste passen. Laut Stand vor einer Stunde. Aber weißt du. Okay. Einmal im eigenen Wissen müssen sie das regeln. Ja, sicher. Passt. Okay. Jo. Heieiei, Leute. Das ist. Die Ruhe vor dem Sturm, Leute. Die Ruhe vor dem Sturm. Ich lasse mir jetzt noch einen Kaffee darunter. Oder Wasser. Wo? Drück mal so schnell einen Kaffee runter hier. Ich glaube, das ist wirklich die Ruhe. Georg, danke dir recht herzlich und ich wünsche dir gute Besserung. Ich glaube, der Server ist am Limit. Ich glaube, so viele Leute am Server. Ich drücke jetzt extra nicht. Boah, also wie viele Kaffee kauft. Ich drücke jetzt extra nicht. Dann zeige ich, wie viele drauf sind. Aus Sicherheitsgründen. Einfach um Meter keine Chance zu geben. Egal, wie der Abend heute ausgeht. Egal, ob was passiert, egal, ob nichts passiert, wenn wir zerschossen werden oder wir alle zerschießen, es wird ein schöner letzter Abend als Polizei-Event. Um das geht's mir, ja.
Egal, was passieren wird. Oh Gott, ich habe ein bisschen Muffensausen. Jetzt müssen wir noch unser Auto herrichten. Wir fahren heute auch mal ein Auto. Ich habe das extra heute noch geholt. Ein sehr seltenes Fahrzeug. Ich habe mir zuerst überlegt, ob wir nicht mit dem Mars-Rampenfahrzeug fahren. Aber das ist unrealistisch, ein Blödsinn. Dann haben wir gedacht, mit Survivor. Nein, Survivor haben wir auch gedacht, das ist overpowered. Das ist ein Blödsinn. Kannst du dich bitte öffnen, Menü? 2.0 ist mal wieder am Limit. Bin ich froh, wenn 3.0 nächste Woche kommt. Übernächste Woche, meine ich. Oh, den wollte ich nicht. Den wollte ich nicht, hoppla. Das ist das Rampenfahrzeug, von dem ich gerade gesprochen habe. Schaut aber cool aus, oder? Geiles Fahrzeug. Aber das meinte ich nicht so. Einparken, die Garage ist gerade ein bisschen langsam. Hohohoho. Garage, park dich ein. Fahrzeug, park dich ein. Du parkst dich nicht ein. Kann ich da nicht rausfahren, oder was? Das Blaulicht sollte ich mal. Park dich ein. Herrgott, dann stellen wir es halt raus. Wenn es nicht. Wenn das nicht sich einparken lässt, dann stellen wir es halt daher jetzt. Damit kann man nämlich Mauern überwinden. Seht ihr das? Und jetzt kann man darauf klettern, dann kann man da Mauern überwinden. Das ist ein super Fahrzeug. Gibt es in echt auch. Sperren wir das zu, wir nehmen ein anderes Auto. Ja, die Garage ist am Limit hier in der Rosauer Kaserne, ja. Wir müssen echt schauen, dass wir da wegkommen von der Rosauer Kaserne. Weil das war so sehr. So, das Auto ist zu. Wir nehmen den X5. Würde aber sagen, wir werden ihn noch umfärbeln gehen. Nein, lassen wir ihn grau. Wenn der andere in schwarz ist, lassen wir ihn in grau. Tanken müssen wir noch fahren. Anfrage an die Mamba-Fahrer. Habt ihr eure Fahrzeuge? Hört man mich nicht im Funk? Hä? Verdächtig, verdächtig. Dankeschön für über 200 Likes an dieser Stelle. Oh. Ich habe mir bei meinem Auto den Reifen zerschossen, bei meinem neuen. Toll. Toll. Packen wir wieder ein. Holen es nochmal. Ja, hallo. Ich fange das schon mal gut an. Ich habe mir selber einen Platten geschossen. Fange das schon mal sehr, sehr gut an. Okay, ich kann keine Autos mehr einparken. Das ist natürlich blöd. Wenn ich jetzt das Auto nicht einparken kann, ist blöd. Was ist. Ah, jetzt. Gott sei Dank hat es funktioniert. So, packen wir es nochmal aus. Und da ist es wieder. Lol. Okay, wir müssen echt schauen, dass wir von der Rosauer-Kaserne wegkommen. Das ist zu vergiftet hier. Nochmal packen wir es sich jetzt halb ein. Die Rosauer Kaserne und so viele Fahrzeuge vertragen sich nicht. Das wird aber mit AX-Reloaded wird das weg sein. Anfrage von Cobra 100, Frage Verständigung. Ich glaube. Ah, die Mamba-Fahrer sind da. Ich glaube, man hört mich nicht. Ich glaube, man hört mich nicht. Frage, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Im Funk auch? Im Funk müsstest du die Funktaste ein bisschen länger halten und dann nach 2-3 Sekunden erst reden. Oha, jetzt weil geht's rund. Der Funk ist ein bisschen überlastet. Anfrage vom Verkehr und Frage Verständigung. Hast du mich jetzt gehört?
Na, im Funk nicht. Ich glaube, es sind wirklich 5-6 Sekunden, die man warten muss. 5-6 Sekunden? Ja, ja. Hat die Regierung schon wieder gespart bei unseren Funksachen da? 21, 22, 23, 24, 25. Anfrage vom Verkehr und Frageverständigung. Ja, das hat man jetzt gehört. Oha, aber die anderen wissen das nicht. 21, 22, 23, 24, 25. Ja. Ja. Hier Verkehr, Cobra 100, wir stellen uns vor der Rosauer Kaserne auf. Fahrt Richtung rechts, damit sie nicht zu uns Stau kommt in der Kaserne. Wir fahren jetzt schon mal los. Außerdem Sprechtaste für 5 Sekunden drücken. Ich hoffe, das legt sich dann gleich. Oha. Oha, Freunde. Das packen wir nochmal schnell ein. Ja, ich weiß, ich bin voll im Verkehr 100-Modus. Oha, das ist natürlich Gift gerade, wenn uns der Funk ausfällt. Absolutes Gift. Aber es war mir ja klar, dass hier heute nichts am Schnürchen läuft. Das war mir ja klar. Zumindest der Plan läuft. Der Plan läuft. Bloß, ich weiß genau, wenn ich jetzt damit wegfahre, spawnt mir das Auto unterm Arsch weg. Und ich brauche noch etwas aus diesem Auto hier. Deswegen aus einem anderen Auto brauche ich eigentlich was. Und ich muss mich selber noch anziehen. So, in der Zwischenzeit können wir sie schon mal anziehen. Sicherheit geht vor. Boah. On the limit, Freunde. On the limit. Ziehen die Cobra-Weste an. Boah, das dauert gerade alles heute lang. Bist du deppert? 104 Kommando, bewegt sich die Libelle in den Nahbereich. Oh Gott. Ich kann das, die Autos gar nicht. Jetzt ist da. Und lol, ist sogar kaputt. Und ja. Na, ist jetzt. Es läuft alles wie am Schnürchen, gell? Es läuft alles gerade wie am Schnürchen. Wir müssen weg von der Stadt, glaube ich. Das sind zu viele Autos gerade an einem Fleck im Blaulicht. Ich glaube, das ist gerade einfach zu heavy, zu viel. Aber ich hoffe, dass sich das löst. Brauchen wir nur noch da. Genau, das brauche ich hier. Das nehmen wir auch noch mit. Dann packen wir das Auto wieder ein. Libelle 4 für Anton 100. Oh mein Gott. Das kann ja was werden, Leute. So, wurscht, das lassen wir da stehen. Ich werde jetzt viele Autos verlieren, ich sehe schon. Ich werde jetzt sehr, sehr viele Autos verlieren. Aber egal. So, wir müssen jetzt noch aus dem Auto unser Gewehr rausholen. Und dann geht's los. Dann fahren wir zumindest mal los. Heieieiei. Oh, on the limit. Welle Flieger von Anton 100. Bitte einmal das SPK 1 anfliegen. Danke. Ich will mein Sturmgewehr haben. Wer drin? Ihr könnt schon rausfahren, gell? Jawohl. Der Motor startet nicht.
Ah. Ah ja, perfekt. Ja, hier kommen 100. Bitte mal aus Sicherheitsgründen alle Blaulichter aus. Passt. Dass wir nicht zu viel Performance ziehen. Oh, der Konvoi wird mächtig. Der Konvoi wird so mächtig, dass wir den Server zum Abschützen bringen. Ich brauche aber jetzt das Sturmgewehr. Okay. Fahren wir jetzt schon raus und stellen uns rechts von der AK hin? Ja! Ja, so positiv. Positiv. Wieso kriege ich mein Sturmgewehr da nicht aus? Chef? Ja? Ich mache einfach mobil rundherum, Straßensperren und Lotse vorne und so weiter. Passt ja, das so? Ja, du bist unser Lotse 1. Du bist das Vorausfahrzeug. Du sperre ich aber auch Kreuzungen? Sobald das Wenn erste Fahrzeug nicht. Drinnen ist, kannst du vorziehen eigentlich. Du kannst ruhig 100 Meter das heißt, vorausfahren. Ich sperre dann und dann, wenn der erste kommt, ziehe ich weiter. Genau, du kannst ruhig 100 Meter vorausfahren immer. Okay. Wieso ist dein Helm schwarz eigentlich? Damit man mich besser erkennt. Ich kann den nur schwarz haben. Wieso kann ich denn das Gewehr nicht? Ah, das geht. Oh, ah, hoppla. So, die Mama muss eh noch rausfahren. Will das aus dem Kofferraum rüberziehen? Ich weiß nicht, wieso. Aber es hasst mich heute. Abgrundtief! Oh, Munition! LOL, ich bin ein Trottel. Ich bin ein Off! Ich bin so ein Affe! Ich hab durch das tatsächlich jetzt probiert, über das. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich bin einfach gerade mega nervös, dass dieses Event hier heute funktioniert. Bin so nervös gerade, wirklich. Alter Schwede, vergesse ich sogar, wie man die Waffe rausholt. Kurz. Oh Gott. Merkt man, dass ich nervös bin? Ich weiß es nicht. Munition brauchen wir noch. Sanitätsmaterial, geht schon. Da fuck! Ja? Wollte gerade sagen, ich habe da was gehört. Ja, ich habe nur schnell Spielzeug geholt. Okay. Bereit? Okay, okay. Ja, viel Glück. Passt. Ja, passt. Dir viel Glück. So, passt. Eh klar, dass ich der Letzte bin. Eh klar. Den lassen wir da stehen, den holen wir ganz zum Schluss. So, jetzt müsste auch der Charan nachziehen. Schlusslicht, können Sie mich hören? Schlusslicht, nachziehen. Wiederholen Sie, sind nicht durchgekommen. Schlusslicht, nachziehen. Bitte da, hat Kopfschmerzen. Nein, keine Kopfschmerzen jetzt. So, der Konvoi steht schon so ziemlich. Erst haltet den Knopf ein bisschen und dann sprecht erst. Gott sei Dank starten wir gerade früher. Gott sei Dank, weil sonst gibt es vielleicht noch mehr Probleme. Gott sei Dank fahren wir früher. Wir warten auf Kommando, bis wir losfahren.
Ja, wir fahren mal Richtung Wien. Schlusslicht soll dann nachziehen. Abfahrt Richtung Wien. So, wir fahren los. Ich werde das Blaulicht jetzt mal auslassen, das später einschalten. Einfach um den Server jetzt nicht zu überlasten. Ist nachgezogen, passt. Puh, Leute, das heißt echt Daumen drücken, dass das heute gut über die Bühne geht hier. Wie abgemacht, Leute. Wie abgemacht. Herr Oberst? Ja? Kurze Info, bitte mal Sprachmuskel checken, weil ich glaube, man hört sie ein bisschen weit. Ja, das habe ich gerade absichtlich, damit man mich hört beim Funken. Damit zumindest die ersten drei Autos mitkriegen, was ich rede. Am besten funktioniert Funktaste drücken und circa 3 Sekunden warten und dann erst reden. Ja, ist aber eine sehr traurige Lösung gerade. Ja, bei sowas Wichtigen, ja. Wir müssen helfen, notfalls schreien wir uns zu und holen uns eine Brieftaube. Ach, das ist gerade sehr nervig, sehr nervig, aber wir müssen da uns einfach jetzt irgendwie helfen, so. Wir machen die Straße vor Wien zu. Verlader absitzen und mit dem Verladen beginnen. Judy? Bitte? Könntest du beim Verladen ein bisschen helfen, beim Koordinieren? Ich habe gerade im Kopf gehört, dass es da ein bisschen Probleme gibt. Alles klar, danke. Die Kollegen wissen, glaube ich, nicht, wo sie was... Ich kann mal schauen. Bitte, ja, unten müsste C drin sein. Hubschrauber ist auch da. Oh Mann. Denn jedes Auto, was sich da irgendwie nähert, ist für mich gerade feindlich. Dass der Funkkontakt halt abgebrochen ist, ist eine Katastrophe für uns gerade. Einsatztaktisch absolute Katastrophe. Ureinwohner können ruhig passieren. Vom Bussard.
zwei Insassen, grauer Golf. Lotse 2, wenn Sie bitte zum Lotse 1 übersetzen auf die andere Straßenseite. Danke. Ich hoffe, das haut alles hin. Ach du meine Güte. Jetzt lass die Boller da mal hochfahren. Geht das? Wenn ein Auto, warum auch immer, kommen sollte. Ja genau, dass er gegen die Poller fährt, nicht gegen mich. Oh Gott, bin ich nervös. Im Hintergrund, da sollten schon die Fahrzeuge verladen werden, hoffentlich. Schrauber ist auch am Start. So ein großer Konvoi natürlich ist nicht lange unbemerkt, ja. Also das... Dass wir auffallen, das ist klar. Es ist wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Polizeifahrzeuge und ein Hubschrauber, der im Tiefflug über uns ist. Sowas fällt auf, ja. Deswegen geht es darum, dass wir das rasch über die Bühne bringen. Hast du das? Na, ich wollte Ihnen nur die grüne Maske und den Helm übergeben. Ach so, na, ich habe die bewusst dann, dass wir uns unterscheiden, dass jeder weiß, wer ist. Der Locher hat nämlich den Obscore-Helm auf. Alles klar. Ich habe die andere Maske auch noch reinstecken. Okay, passt. Hier ist nochmal ein Auto. Wir transportieren heute ganz heiße Ware. All das, was wir den Kriminellen die letzten zwei Jahre abgenommen haben, das heißt Waffen, Drogen, Schmuck, Schwarzgeld, holen wir heute aus unserer Servatenkammer und bringen es zu AX Reloaded in die andere Stadt. Der flinke Mare, du lebst da noch? Danke dir für 10 Euro mit Versandkosten. Servus, Nick, ich bin auch wieder mal da. Werde mich demnächst bei der Wiener Polizei werben. Vielleicht sieht man sich ja mal, wenn ich angenommen werde. Ja, grüß dich! Ja, lang nichts mehr von dir gehört oder gesehen. Grüß dich, danke dir für 10 Euro. Georg, ebenfalls, dir danke für 5 Euro, beide mit Versandkosten, dankeschön. Und derjenige, der mir letztens 11 Donations zurückgenommen hat, danke für nichts. Ja. Ich habe kurz mit den Kollegen Rücksprache gehalten. Bei Eisenstadt ist es besser, wenn die Mambas unten reinfahren. Unten reinfahren, passt. Ja. Wäre besser, weil sie durch das kurvige Eisenstadt nicht durchkommen. Passt, verstanden. Kenn mich aus. Passt. Dann fahren wir über unten zu. Passt. Bitte Info an das Führungsfahrzeug so weitergeben. Ja. Metro, großer LKW, oh Gott. Ah gut, die verladen da hinten schon. Passt, das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Die Judy macht das sehr perfekt. Sind sie fertig? Nein, die sind nur eingestiegen, damit sie was verladen kann. Passt. So, wir müssen jetzt einfach warten. Ja, die verladen jetzt. Das ist einfach eine heiße Phase. Die verladen das Ganze. Und wir warten. Führung ist verständigt. Unten Ein- und Ausfahrt. Passt, perfekt. Danke. Wiesel von Cobra 100. Ah. Ohne Funk bei so einer heiklen Sache Katastrophe. Wir arbeiten gerade mit Steinzeitmethoden, gerade dass wir uns nicht gegenseitig Nachrichten auf Steine schreiben und die uns gegenseitig zuwerfen. Katastrophe gerade. Echt, aber egal. Wir machen das Beste draus. Wir müssen das Beste draus machen. Trotz eingeschränkter Kommunikation. Eie, 300 Zuschauer. Der Funk geht nicht. Katastrophe. Absolute Katastrophe. Wir haben bei der Cobra... Nico? Ja?
die erste Mamba müsstest du nochmal auf- und zusperren. Es sind so Wien-Probleme, es funktioniert da. Wir kriegen den Kofferraum nicht auf sonst. Passt. Ah ja, das ist nicht meine Mamba. Hallo? Was geht? So, probieren wir mal. Ist das die Mamba 3? Das ist Mamba 3 und das irgendwie klemmt die Tür, glaube ich. Okay, ich habe es gerade probiert zum Aufmachen. Ich habe es auch gerade ein paar Mal versucht. Die Stadt so, sind alle jetzt offen? Uns aber gerade. 3 ist noch nicht offen. Nein, 3 ist versperrt. Schoki, danke, rechts ist für 1 Euro. Jetzt schauen wir besser aus, glaube ich. Kannst. Oh! Interessant. Perfekt. Okay. Ja, wenn es so geht, ist auch gut. Perfekt. Schauen wir mal. Jo. Na, jetzt ist es wieder versperrt. Nein! Was die Wiesel sind, sage ich euch ganz zum Schluss erst. Für alles, was ich. Ich verrate jetzt zum Schluss die ganzen Codenamen, ja? Jetzt funktioniert es hoffentlich. Ja, ansonsten füllen wir einfach die anderen beiden voll. Und jawohl. Die Mamba tauschen wir dann einfach irgendwo anders. Selbstverständlich. Z2 die Presse, ebenfalls im SBK. Ich werde das einfach in Eisenstadt tauschen oder so. Bitte da Rücksprache halten mit demjenigen. Ich schau mal, ob sie jetzt funktioniert. Passt. Super. Vielleicht hat der Schlüssel was, einfach einmal draufschalten. Ja, dieses Killes Go bei diesen fetten Autos ist eine Wahnsinn. Funktionieren jetzt? Jetzt schaut's gut aus, ja. Passt, super, danke. Danke. Schoki! Schoki schreibt gerade in den Chat: Entschuldigung, dass ich nicht mehr Geld spenden kann, ich habe gerade finanzielle Probleme. Ihr müsst euch halt ausreden, 3. Wo man jetzt was denn rein. Goldene Regeln gibt's beim Donaten. Nur wenn ihr könnt, wenn ihr dürft und wenn ihr wollt. Ich habe gestern wieder einen Donator gehabt, der hat 11 Donations zurückgezogen, mit der Begründung, ich habe diese Transaktion nie getätigt. Leute, wenn ihr nicht könnt, dann spendet's einfach nicht. Das mit diesen PayPal Konfliktlösungen ist sowas von mühsam mit 11 rechtfertigen und schreiben, bla 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 bla. Jetzt habe ich das Auto zugesperrt. Bitte, 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 Leute. Nicht spenden, wenn ihr nicht könnt. Schau mal, ob du jetzt noch rein kannst. Ich glaube, das jawohl. Auto ist gerade bei mir mit Killesco wieder zugegangen. Das ist sehr spannend. Das ist ein böses Auto. Probier mal. Das haben wir einen Unterhaltungsfaktor, schaut aus. Oh ja. Er lässt mich nicht rein. Okay, ich drücke jetzt Keyless Go. Danke. Also die Fernbedienung. Es kann aber sein, dass das Minuten dauert. Also ansonsten würde ich sagen, tauschen wir das Auto einfach. Das warten wir einfach, bis er soweit ist. Vielleicht muss er sich erst sammeln und konzentrieren. Ja, es soll die Regierung verschwinden lassen und wir machen ein neues her stattdessen. Wenn das für Probleme sorgt. Gut, die Kollegen da, die laden brav um, das ist sehr, sehr brav, müssen aber trotzdem vorne die Stellung halten. Da vorne ist jetzt ja auch schon die Presse. Kann ich einmal kurz was zeigen? Ah, jetzt ist offen. Jetzt müsst ihr wieder zugreifen können. Schauen wir mal, ob wir das gut sehen. Seht ihr das? Oben links? Oben links! Da sitzt wer auf den Kufen! Da sitzt wer auf den Kufen! Wer ist denn da jetzt so verrückt? Wer ist denn da jetzt so verrückt? Es ist der Joma! Joma, vielen herzlichen Dank für 100 Euro. Alter Schwede, Joma. Alter Schwede, Joma. Joma, vielen herzlichen Dank für 100 Euro! Vielen, vielen, vielen Dank! Nein, es ist nicht die Karte.
Entschuldigung, das war eine Karte, wissen Sie? Nein, das ist die Karte. Gott, Gottes Willen, Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ich muss sagen, das dauert hier gerade hinter mir wesentlich länger wie geplant. Wesentlich länger. Aber wenn der Server so am Limit ist. Ich schau mal ganz kurz nach. Ja, es sind doch einige Spieler gerade da. Doch einige Spieler gerade da. Ihr seht, es ist, die Straßen sind doch irgendwie menschenleer. Ja. Oh je, oh je, oh je. Oh je, das kann heiß werden. Ich kann zu Halloween, also ich kann am 31. zu direkt Halloween auf AX Reloaded, kann ich schon streamen, aber ich kann nicht das Halloween-Event streamen, da habe ich Dienst. Da habe ich Dienst, das zum Halloween-Event selbst, aber ich kann nicht sagen, am 20. Oha, ich habe mal wieder mein Gewehr in die Hand. Am 20. kann ich euch wirklich nur empfehlen, seid bei den Whitelist-Gesprächen für X-Reloaded dabei. Seid da wirklich dabei, wenn ihr Bock habt, auf X-Reloaded durchzustarten von Anfang an. Jetzt sperrt sich der schon wieder zu, warum? Das Auto keine weghaut. Haut das Auto weg! Ready for takeoff. Hast du super gemacht, danke dir. Bis koordinieren. Ah, du, das Problem ist nur, bei den. Ja, na, vergiss es. Lass mal's. In Eisenstadt funktioniert können, so nicht. In Eisenstadt können die Mambas nicht runterfahren. Ja, trotzdem, wenn wir das Problem jetzt überall haben. Das ist es. Weil? Es wird jetzt überall so lange dauern. Wien-technisch, ja. Das ja. Wird jetzt, ja. Da müssen wir einfach ja, extrem aufpassen. Ja. Wir werden eine Lösung finden. Passt, also Opfer bereit. Hier. Wolle, funkst du einmal durch? Oder eher? Konvoi, Abfahrt. Jetzt abfahren und die Libelle. So, wir fahren. Ich sperre die Kreuzung mal. Für die Cobra. Flying David! Danke dir echt herzlich für 5 Euro mit Versandkosten. Vielen Dank an alle Polizistinnen, die letzten Monat Überstunden Masse leisten. Großen Respekt. Ja, danke, danke, danke. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Ui. Oh, wir haben. Oh, schaut mal die Blipsschlange an. Oh, die Presse. Die nein, Presse hat. Das übernimmt das Schlusslicht. Ist. Oh meine Güte, das. Dann 100 Eisenstadt ist gut. Verstanden, danke. Eisenstadt ist gut, habt ihr gehört? Eisenstadt ist gut. Was die ganzen Codewörter zu bedeuten haben, sage ich euch am Ende vom Stream. Uha, das wäre jetzt fast. Das ist eine Kollision geworden. Ich schaue, dass sich da keiner dazwischen drängt irgendwo. Aber die Mamba-Fahrer und die Fahrerin machen das super. Es schaut aus wie in echt. Es schaut einfach aus wie in echt, ein Konvoi. Wir haben ja auch echte Kollegen da heute im Konvoi. Die machen das einfach grandios. Und die Nicht-Polizisten machen es noch viel grandioser, weil ohne polizeiliche Kenntnis so bei sowas mitzumachen und das so gut zu machen, ist echt. Ich liebe sie. Ich liebe sie! Keiner reindringt. Ja,
Wo wir fahren. Beim nächsten Ort angekommen. Bei der Landespolizeidirektion selbst. Auch hier bei uns ist Stadtpolizeikommando 12. Ist bei uns gleichzeitig auch die Landespolizeidirektion. Ob ich in Real Life so bei sowas schon mal dabei war, dazu schweige ich. Gibt nicht nur ganz wenige Einheiten, die wir sowas dabei sind, in echt. Sachen widerspricht vielleicht. Ah, Eisenstadt ist also das SPK 12. Oh, Simon. Er hat es erfasst. Die Kollegen halten den Mambas die Tür auf. Boah, also die Ein- und Ausladezeiten dauern doch relativ lange, aber gut, ist in Ordnung. Es braucht einfach Zeit, das Ganze hier. Wieso geht meine Heck bitte? Von Cobra 1. Wurde Cobra 100 gerufen? Ja, von mir. Ja, ich glaube, wir müssen uns so verständigen. Es ist ein bisschen mühsam. Ja, ich fahre nach oben. Bleibst du unten da beim Haupttor? Ich mache das Tor dazu, ja. Alles klar, ich fahre nach oben. Ja, passt. Ich nehme mal einen mit, den Lotsen 2. Wen haben Sie angefunkt? Du, wie hast du die Heckblitzer bei deinem Auto angemacht? 9 Muskel. Dankeschön. Geil! Oh, von Cobra 1. So, die Straße haben wir wieder dicht gemacht. Hier drinnen wieder gesicherte Verladung. Unverständlich. Informativ von Anton 100, möglicherweise das Parkhaus näher ist, ich meine, näher wieder neu. Ja, wurscht. Nee, Eisenstadt. Ein Spotter möglicherweise. Boah, bist deppert, Alter. Was ist mit dem los? Okay, Parkhaus, nahe hier ein Spotter. Ja, ist es möglich, dass ich schon mit dem Kilometer überlaufe. Ja, bitte durch die Mittel, die gerade die Straße sperren, beziehungsweise durch die Wieselkräfte überprüfen. Eine I-Feststellung durchführen. So, der Landwirtschaftssimulator-Spieler, danke für den Euro. Hennigsen wollte einmal Danke sagen, dass du immer für uns streamst. Noch eine Frage hinterher: Wie alt muss man für X sein? Nochmal danke für die ganze. Bitte gerne, der Landwirtschaftssimulator-Spieler. Man muss sein 14 Jahre jung. Bitte gerne. Warum ich den schwarzen Helm auf habe, weil ich mit dem Menü hier, wenn ich da mit dem ballistischen Helm aufsetze, jetzt ist er gleich wieder weg, weil das Ganze ein bisschen länger gerade dauert. Seht ihr? Ich setze mir den auf, ich setze mir den nämlich über das Menü auf, damit der eine Funktion hat, dann ist der schwarz. Und ich finde, das macht gar nichts, weil ich finde, der schaut schwarz extrem cool aus. Der Server heißt Ostrix. Alle Infos zu Ostrix unten in der Videobeschreibung. So, jetzt habe ich es wieder auf. Dann 100. Auf der Seite des Biers eine Cessna über uns. Was? Wirklich? Das ist sogar... Warum ist denn... ein Flieger über uns gerade. Wann habt ihr das letzte Mal auf X einen Flieger gesehen? Ich wüsste nicht wann. Ich sehe darin einen Speer. Wir wären ausgespäht. Wir wären ausgespäht, Freunde, oh Gott. Eieieiei. Bei einer Wahrnehmung direkt hinterm SBK nördlich auf dem Parkplatz ein blaues Fahrzeug, Cabrio. Wenn sich das bitte mal anschaut. Boah, wir sind alle so nervös. Wir sind alle so nervös.
Die Kollegen verladen. Wir warten einfach. Ich nehme aber da Deckung hinterm Auto. Sicher, sicher. Da kann ich notfalls nämlich so machen. Und bin versteckt. Heieiei. Okay, Ureinwohner. Oh, jetzt habe ich schon gefürchtet. Ist ein Ureinwohner. Ja, ja, ja. Sieht noch irgendwer die Chessner. Konzentration, Leute. Die Leute holen das da ab und laden um. Leute, schreibt sowas in den Chat. Ich bin ganz nervös, wenn da nichts drin steht. Schreibt doch bitte was in den Chat. Gutes Gefühl, wenn der Sicherungsschütze von der Cobra da über uns drüber fliegt. Ist kein Problem. Streifen sind echt sehr gut aufgeteilt. Arbeiten noch sehr viel selbstständig gerade, obwohl es da gerade echt heiß hergeht. Im Hintergrund seht ihr die Verladung von den Sachen. Boah, ich bin schon so gehypt auf 3.0. Ich freue mich schon so sehr auf AX Reloaded, ich sag's euch. 26.10. Erster Stream auf dem neuen AX Reloaded Server. Ich freue mich schon so sehr. Sei doch nicht so nervös, schreibt die Kathi. Doch, ich bin aber nervös. Ich will doch einfach nur, dass das gut funktioniert. Mehr will ich doch gar nicht. Der normale Helm ist der Halbschalenhelm. Der Kletterhelm. Nichts Ballistisches. Danke nochmal, lieber ES-Spieler. Ein dunkler Muster hat soeben Schoki, Mara das SPK-12 passiert. Ein dunkler Mustang hat gerade das... Ich schau mir mal den dunklen Mustang an. Ja. Eieieiei. Also ich kann es euch ja dann später zeigen, die verladen da wirklich Sachen, ja. Kurz vorm Schluss oder was, ja, zeige ich es euch. Die LKWs werden wirklich beladen, also wir tun nicht nur so, das ist kein RP, ja, wir fahren da volle LKWs rum, nein. Die sind wirklich voll mit Drogen, Alkohol wollte ich sagen, mit Drogen, Waffen, Schmuck, Diamanten, Goldbahn, alles was wir den Verbrechern die letzten paar Monate abgenommen haben, bringen wir sicher weg. Weil diese Häuser hier wird es in eineinhalb Wochen nicht mehr geben. Robert, der Robert schreibt schon Wetterbericht für morgen nach von Wien rein. Geil. Danke Robert. Ist der Bursch. Heieiei. Eieiei. Der letzte Stream auf AX 2.0. Der nächste Stream. Ja! Um die Zeit zu überbrücken. Wir hoffen, dass wir nicht attackiert werden. Montag könnte ich noch einen Stream raushauen.
Montag hätte ich aber geplant, vielleicht einen kurzen Reaction-Stream. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Da muss ich echt schauen, wie die Lust und Laune steht. Ich würde gerne nämlich am Montag gerne schießen gehen. Und den freien Tag genießen. Also wenn ich am Montag nicht streame, seid mir nicht böse. Ich schaue, dass ich einen Stream mache, aber wenn nicht, dann nicht. Aber wenn, dann hätte ich vorher eher so einen kurzen Reaction-Stream vor. Und ich wollte jetzt einfach nur schauen, wie lange ich rumbleiben muss. Der nächste Stream RP-mäßig ist dann am Sonntag in einer Woche auf Countyside wieder. Sonntag in einer Woche ist Countyside geplant. Und dann der nächste Stream ist schon auf AX Reloaded. Also nur, dass ihr wisst, dann ist nämlich schon Sonntag und am Mittwoch kommt schon AX Reloaded raus. Wieder die Kollegen, wie die fleißigen Bienen rumfahren. Irre. Boah, ich habe dem relativ weite Wege da zum Laufen mit dem blöden Sachen zum Transportieren. Frage an die Verladerteams: Brauchen Sie Unterstützung von den Absperrern? Ich bin ein Gollum, servus, freut mich sehr, dass du da bist. Ein neuer. Herzlich willkommen. Hat er gesagt negativ? Ich glaube, das war negativ. Elias John schreibt, kannst du am 26. auf YouTube streamen? Ja, passt. Wer ist dafür, dass ich am 26.7. den ersten Stream auf YouTube mache? Der schreibt 385.427.12 in den Chat. Wow! Benno zockt! Benno Zock, danke dir herzlich mit 10 Euro, so wie letztens auch schon. Servus und Sir, dass ich so spät bin. Nee, du bist nicht zu spät. Du bist doch nicht zu spät. Freut mich sehr, wenn du mit dabei bist. Danke dir, mein Lieber. Danke dir. Wir haben doch eine gute Strecke vor uns. Ja, zwei Leute haben es fast richtig. Was ich gerade gebabbelt habe. Verlassen Sie diesen Bereich. Verlassen Sie diesen Bereich. Oh, das Corona. Make way for Mama. Eieiei. Bitte nicht YouTube. Bitte YouTube. Na, also den ersten Stream auf X-Loaded mache ich schon auf Twitch. Dafür wird der nächste Stream, die nächsten zwei Streams sind wieder auf YouTube. Also Info, auf Twitch meine ich. Also sollte ich am Montag streamen, mache ich Twitch-Reaction-Stream und Sonntag in einer Woche kommt die Seite ist auch wieder auf Twitch. Also unbedingt Videobeschreibung, nachschauen. Zweiter Link ist mein Twitch-Link, unbedingt vorbeischauen. Eieiei, die verladen da so fleißig. Die sind so fleißig am Bauen hier. Also am Bauen, am Verladen. Der Wahnsinn. Hardspotting. Dankeschön für 1,33 Euro. Die Notrufnummer der österreichischen Polizei. Ihr seht es hier unten auf der Box vom Kollegen Peter. 1:3 ist der Notruf von Österreich. Da kommen wir zur Polizei. Danke recht herzlich. Mr. Hearts, oder sagen Mr. Spotting? Eieieiei. Was ich so im RP mache? Ich mache Polizei-RP. Ich bin ein Gollum. Ich mache Polizei-Roleplay.
Jetzt gerade machen wir den Abtransport, weil es ist der letzte Stream auf diesem Server. Der Server wird in 1,5 Wochen komplett erneuert. Er wird in den Boden gestampft und es wird ein neuer Server gemacht. Deswegen wird das. Der neue Server ist schon so gut wie fertig. Und deswegen transportieren wir heute alle Wertgegenstände von der Polizei, die wir den Ganoven abgenommen haben, bringen wir an einen sicheren Ort Richtung AX Reloaded. Beziehungsweise sie werden vernichtet. Ein Teil wird vernichtet, ein Teil bringen wir nach AX Reloaded. Ob AX Reloaded oder AX Reloaded 1 Sets nachgeholt ist und warum sagst du, dass alles nicht mehr geben wird? Ja, so wie den Server, so wie hier, wird es nicht mehr geben. Ihr werdet sehen, es wird sich auf AX Reloaded ziemlich alles geändert haben. Wie man den neuen Server joinen kann. Unten in der Videobeschreibung. Austrix Discord joinen. Und am 20.10. letzte Bewerbungsmöglichkeit, um pünktlich auf X-Reloaded joinen zu können. 20.10. Dass nichts über den Funk kommt, macht mich fertig. Dass der Funk dermaßen im Eimer ist. Müsst die Autobatterie nicht langsam leer? Ah. Polizeiautobatterien sind stark. Der Stream, genau, der Stream vom letztens von Twitch, den lade ich, der ist schon hochgeladen. Ich war aber gestern so gut wie nicht daheim. Den lade ich für morgen Vormittag hoch, ja. Morgen 9 Uhr lade ich den hoch. Ihr könnt Leute zum Frühstück schauen, ja. Frühstücksfernsehen mit Nixon. Morgen 9 Uhr wird der letzte Stream hochgeladen, nachträglich. Nicht wunder, mein Lieben. Ob es Map-Änderungen gibt, weiß ich. Ich weiß nicht viel. Ich darf das auch nicht sagen, aber es wird bombastisch. Wir werden zusammen auf X Reloaded das erste Mal zusammen einreisen am 26.10. Ich werde nur den Charakterauswahl davor machen, aber den Rest werden wir dann zusammen erkunden, wenn wir frisch zusammen auf den Server kommen. Ja? Ob für X Reloaded ein Gaming Lab? Ja, schon. Sayuri Namikaze ist heute nicht da, die hat sich aber entschuldigt. Aber der lieben Sayuri wünschen wir ebenfalls alles Gute und gute Besserung. Die ist ja krank. Zurzeit ist überhaupt relativ viele Leute aktuell sind krank. Ja. Meistens haben alle diese typischen Grippesymptome. Ja. Also alle, die irgendwie krank sind, sollten wirklich eine gute Besserung. Dankeschön für die Info. Gut, next. Die Frau Oberst macht das ja gerade grandios. Ich bin gerade sehr froh, dass sie das Ganze koordiniert. Wir fahren wieder raus. So, die Mambas müssen jetzt durchfahren. Komme, was wolle. Gut, wir fahren jetzt nach Linz, Leute. Oh, das ist wieder die Hauptmama. Vorsicht, Vorsicht, Hauptmama. Let's fetz. Du meine Güte. Oh, es geht bald der Sprit aus, Leute. Dass wir nicht zusammenfahren oder so. Alles sicher ist. Schauen, dass wir die Flanken sichern mit den Fahrzeugen. Jetzt fahren wir nach Linz. Boah, da vorne wird die Mamba fast kippt gerade. Ich
Ich würde gerne eine Aufnahme sehen von oben gerade, muss ich sagen. Also von oben von der Libelle muss es ja grandios aussehen. In Linz beginnt es und in Enz endet. Das war so schön, die versetzte Kolonne fahren wir sogar, dass sich keiner in die Kolonne reindrängen kann. Perfektes Zusammenspiel auch von den Landesverkehrsabteilungskräften, die da die Straßen sperren, dass uns keiner reinfährt. Wir können leider nicht so schnell fahren, weil die Mambas sind nicht so flott. Deswegen fahren wir da jetzt gerade sehr langsam nur. Ach, so ist das nun mal. Hey, perfekt, perfekte Straßensperren da. Informativ von Anton 100. Westautobahn, soweit in Ordnung. Linz ist eine heiße Zone. Jakob 100, Dankeschön für die Info. Was bedeutet heiße Zone? Ja, informativ nochmal. Heiße Zone heißt womöglich Freunde zum Spielen. Ja, vielen herzlichen Dank. Okay, wir müssen mit einem Hinterhalt rechnen. Kurz vor Linz. Was Linz bedeutet, seht ihr später. Oh Mann, die Spannung steigt, Leute. Die Spannung steigt. Der teuerste Konvoi in der RP-Geschichte fährt da gerade vor euch. Drei Trucks voll mit Geld, Drogen, Waffen, Schmuck und Diamanten. Ja, hier kommen 100 Verhalten. Bei Täterkontakt durchbrechen des Notfallspakets Richtung Bregenz. Der Rest bekämpft den Hinterhalt. Eieiei, Leute. Also ehrlich, ich rechne mit allem. Ich rechne mit gestellten Unfällen, ich rechne mit gelegten Bränden, ich rechne mit einem Sattelschlepper, der uns von der Seite wegrammt, ich rechne eine Frau, die um Hilfe ruft, ich wurde gerade überfallen, ich rechne damit, dass jemand sagt, ich habe eine Panne, können Sie mir helfen, alles, gestellte Unfälle, wirklich, alles. Der Hubschrauber ist Gott sei Dank voraus, das hat alles im Blick. Leute, Leute, was für ein geiler Stream. Gott sei Dank läuft das Werk jetzt flüssig. Heiße Zone hier gerade, ganz heiße Zone. Brücke, Brücken sehr gefährlich. Tunnel ebenfalls sehr gefährlich. Da braucht nur jemand hinter uns zumachen und vor uns die Mausefalle ist zu. Dann sitzt sie auf einer Brücke fest. Ganz, ganz schlecht. Sehr gefährlich. Tunnel einmal frei. Tunnel frei. Sehr gut. Ganz heiß, aber wir haben die heiße Zone gleich überquert. Passt, wir sind aus der heißen, gefährlichen Zone gerade draußen. Militär-LKW? Noch nie gesehen. Okay, wir müssen damit rechnen, dass sie vielleicht mit sich als Militär verkleiden. Oder
oder sich als Polizei oder als Feuerwehr, als Rettung, alles. Wir fallen so viele Sachen ein, als was sich die heute verkleiden könnten, wenn es zum Hinterhalt kommt. Das ist eine spezielle Grafikmod, die wurde extra für mich gemacht, die nicht zu FPS-fressend ist, aber trotzdem gut ausschaut. Weil die Frage gerade von Vincent im Chat gestellt wurde. Kollegen alle mit am Start, perfekt. Wer die drei LKWs in die Hände bekommt, ist echt der reichste Mensch am Server. Brewster am schwerstbewaffnetste und am voll gepumptesten Bedrohung. So wie der Brücke, sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Bitte gerne, Vincent. Der Konvoi wird anscheinend von einem Supersportwagen sowie einer B400 verfolgt. Notfalls, wie geplant, nichts vom Plan abbringen lassen. Jetzt werden verfolgt. Wir werden verfolgt, Leute. Ich schnall mich schon mal ab, um notfalls rasch aussteigen und wirken zu können. Wir werden verfolgt von einem Supersportwagen und einer BF400. Die Front 100, sehr viel Aktivität an der Garage in Lent. Vielen herzlichen Dank für die Info. Ja, wie gehabt. Aber hier, bei mir, vorne. Was bei mir vorne? Schaut euch mal die Blips an. Schaut euch die weißen Blips an auf der Karte. Mal extra so. Also die Feuerwehr, okay, die Feuerwehr. Die winkt uns schon. Die Feuerwehr ist auch hier sehr präsent gerade. So, rein da. Schnell hinten verladen, wir machen die Büchse gleich wieder zu hier. Auch Feuerwehrleute, gefährlich. Ja, bitte nichts von dem Schein der Feuerwehrleute beeindrucken lassen, es könnten ebenfalls Täter sein. Echt fett viele LKWs da. Wir schauen, dass wir da dicht machen. Feuerwehrleute haben die Örtlichkeit verlassen. Könnte ein Mittel, was gerade nichts zu tun hat, schauen, ob der Blitzer bei uns in der Nähe ist? Willst du dich in die Verladezone stellen oder soll ich mich reinstellen? Wir stellen uns beide quer jetzt da beim Eingangstor. Okay, aber wir sollten wenigstens einen oder zwei drinnen haben, nicht dass die über den Zaun rein. Gehst du rein, ich stehe beim Haupttor. Jawohl, ich versperre auch. Informativ, der Blitzer ist auf der Ostautobahn, 5 Kilometer entfernt. Passt, sie haben zwei Autos zur Blockade stehen. Überall, Kollegen. Und drei Mambas, die noch mehr vollgestopft werden mit dem Zeug der Verbrecher. Alter Schwede! Informativ hier der Lotse 2, eine Information der Feuerwehr. Die haben seit längerem einen schwarzen Porsche im Umfeld beobachtet, der sich verdächtig verhält. Bedachtnahme für die Kräfte, bitte. Eine Information der ASFINAG an uns. Auf der Ostautobahn mehrere dunkle Fahrzeuge auf der Ostautobahn. Ich brauche Entspannung, Leute. Ich bin angespannt, Ärger wie ein Starkstromkabel. Entspannung. Kurze Entspannung. Oh, was machen wir denn jetzt?
Was macht er denn jetzt? Wir haben euch jetzt das Scharfschützige rausgeholt. Was machst du, Nixon? An die Funkwagenbesatzungen, die ganze Zeit im Auto sitzen. Bitte, wenn dann jetzt vereinzelt, Fahrzeuge tanken fahren. Wie viel in den LKWs drinnen ist, sage ich euch ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss sage ich. Es ist mir jetzt zu heikel. Zum Schluss sage ich euch dann den Plan. Gleich ja? Informativ eine BF. Wir haben ja auch Ass. Okay, da ist schon ein Motorrad vorbeigefahren. Wir haben ja Ass. Asse im Ärmel, ja. Nur zur Info. Die sage ich, sollten wir es nicht brauchen, sage ich es euch ganz zum Schluss erst. Wenn die Sachen verladen, also weg sind von uns, dann sage ich euch, was gewesen wäre, wenn was passiert wäre, ja. Jetzt muss ich dazu schweigen, weil es ist mir zu heikel, als dass da jetzt Metagaming betrieben wird und es wird was verraten, ja. Wir haben sehr wohl Asse im Ärmel. Daher auch so Codewörter jetzt, wie man die ganze Zeit sagen, damit man nicht genau weiß, wo wir jetzt hinfahren. Deswegen glaube ich, ist auch so eine hohe Aktivität gerade von unbekannten Fahrzeugen, die sich hier herumtreibt, weil die uns locaten müssen erst. Ja? Wir werden beobachtet die ganze Zeit. Die Cessna kann auch leicht sein, dass es schon ein Spectator-Fahrzeug oder Flugfahrzeug war. Wir werden gerade in einer Tour beobachtet. Deswegen, vielleicht auch, dass der Funk abgehört wird, kann auch sein. Und deswegen darf man da nicht den Funk durchgeben. Ja, wir fahren da gerade nach zum SBK 12. Nein, man muss was anderes sagen. Ja, da oben, die Feuerwehrleute. Das kann sein, dass es gar keine Feuerwehrleute sind. Dass das Crimler sind. Alles ist möglich. Lotto. Was Metagaming ist, das kann man essen. Da schaut's mal, die verladen da gerade wirklich die Kisten rein. Seht ihr das? Da sind wirklich Sachen drinnen. Aber ich zeig's euch erst ganz zum Schluss, was drin ist. Ich will das jetzt nicht jetzt zeigen. Oder vielleicht haben wir nur ein Auto beladen und die anderen zwei sind Blindgänger. Wer weiß? Wer weiß? Ich hänge seit 10 Minuten in der Charakterauswahl, schreibt der Brunsbur. Oh no, das ist echt uff, Das ist eine Frechheit, was die hier loslassen. Eine totale Frechheit. So, die beladen hier weiter. Wir halten die Position. Wir warten, dass die Frau Oberst kommt und uns Bescheid gibt und dann fahren wir weiter. Sind jetzt schon eine Stunde sind wir jetzt schon unterwegs mit dem Konvoi. Eine Stunde. Hörst du mich? Ich höre dich. Okay. Wenn das für dich in Ordnung ist, wird gerade Kontakt zum Stier aufgenommen, dass die aufgrund der Lage sich als erstes Fahrzeug positionieren. Der Stier soll vorrücken, oder was? Der Stier als erstes Fahrzeug. Aber weit voraus. Ja, warte. Oh, was ist der Stier? Was ist der Stier, Leute? Ein Ass im Ärmel von uns ist der Stier. Ich sage euch ganz zum Schluss, was der Stier ist. Ich werde mich bemühen, dass ich ihn kein einziges Mal im Stream zeige. Ganz zum Schluss erst. Es ist mir echt zu heiß gerade. 300 Meter vorm Konvoi. Bitte, ja, wenn nicht sogar noch mehr. Stier sagt Sternzeichen, ja richtig. Powerlache. Ich habe jetzt eine Woche Albträume. Hahaha. Abfahrt bereit. Verstanden. Nico. Ja. Ist das für dich in Ordnung, wenn ich versuche, das zu koordinieren, damit du nicht da GoPro-technisch? Ja, das wäre ein Hit, wenn es mal nur die nötigste Information dann über den Funk zukommen lassen, dann tun wir einfach den Funk ja, passt, so weit wie möglich entlasten. Ist halt leider Gottes anders nicht möglich. Ja, du kennst dir den Plan. Ja.
Passt. Wir sind abfahrbereit, gell? Und passt. Unser Stier gibt einmal Gas. Verstanden. Soll er mal rein ins in die Arena. Führungsfahrzeug. Letztes Fahrzeug. Ja, es feiert jetzt gleich eine Party nach Linz. Ah, so. Next stop, Regens. Der Truck da vorne. Was ist das für ein Truck? Sagt deiner aus? Nein, nein, alles gut. Der Truck davor, der Truck, da war weit drin. Heiß, heiß, ganz heiß. Okay, wir haben auch wieder Neustadt überlebt. Wir haben wieder Neustadt überlebt. Gott sei Dank. Sehr schön, wie die versetzt fahren. Sehr, sehr schön. Und mehrere Kontakte. Oha, was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Was heißt mehrere Kontakte? Was heißt mehrere Kontakte? Fahrt's weiter. Ja, nicht zu langsam werden. Wir fahren durch. Ein Geländefahrzeug AMG. Na links, der gehört nicht daher normal. Der gehört da nicht normal her. Der macht sich bereit für hinten. Ist der Tunnel frei? Fahrzeug oben von den Schienen. Den Schienen. Oben da fährt ein Fahrzeug. Oh shit. Da waren jetzt viele schwarze Fahrzeuge von allen Seiten gerade. Okay, der Tunnel, auch den Tunnel da vorbei, perfekt. Der Tunnel war gerade heiß. Der Tunnel war gerade echt heiß. Jetzt gibt's Gas. Vorsicht, erhöhte Vorsicht. Alarmstufe dunkelrot gerade. Ärger dunkelrot. Ich fürchte mich vor LKWs, die irgendwie die Funkwinkel zur Seite rammen. Informativ von Anton 100, Bregenz, heiße Zone, viele Spielfreunde mit ganz vielen AKs. Was? Ja, bei Beta-Kontakt, kompaktes Paket fährt durch, zurück nach Wien. DEFCON 1. Höchste Alarmbereitschaft gerade. Mehrere Leute mit AKs da vorne angeblich.
Notfalls preschen wir durch. Den Weg da. Wo soll die sein? Anfrage von Cobra 100, wo sollen die Herrschaften sein, die Schwerbewaffneten? Garage. Garage? Möglicherweise passt. Mobil. Ich stelle mich ganz vor. Ja, passt. Ich blockiere den Hintereingang. Oha, das muss jetzt echt flott gehen. Das muss jetzt echt flott gehen. Blockier da. Die hintere Zufahrt. Okay, der Kollege hat mitgedacht. Der auch. Oh, jetzt ist mein Auto dreckig. Egal. Heute sind dreckige Autos egal. Ich bitte um eine möglichst rasche Verladung der Fracht. Jetzt. Oh, da ist wieder so ein Auto. Da ist wieder so eins. Eieiei. Du stellst du dein Auto daher, wo ich bin. Ich fahr vor. Ja, passt. Perfekt. Okay. Ich glaube, ich stelle mich daher. Ah, das ist auch ein Kollege. Passt. Das ist auch schon einer. Dass wir das Paket möglichst eng beisammen haben. Ui Gott. Wagenburg steht. Wagenburg ist extrem gut gerade. Gott. Ich muss in die Ego-Perspektive schnell gehen, wenn ich schieße. Ich hoffe, das haut hin. Ich hoffe so sehr, dass das hinhaut. Informativ von Anton 100. Wir haben ganz viele Partygäste. Garage prägend. Ausgezeichnet. Ich stelle mich dazu wieder. Ich höre euch besser. Ja, angeblich, was wir gehört haben, Waffen, AK, sowie schusssichere Westen. Ja, wir schauen, dass wir möglichst rasch hier fertig werden. Ja. Geh, steig mal kurz aus und hilf mal bitte. Dann sind wir um ein Eizerl schneller vielleicht, ja. So, wir müssen echt angasen jetzt. Wir müssen jetzt echt angasen von schnell das Ganze hier zu Ende bringen. Wir müssen den Konvoi weiterbringen. Wir müssen ihn weiterbringen. Ich brauche Antarktiswindeln. Peter, was sind Antarktiswindeln? Aktuell läuft's, aber wir sind gerade hier und hier sind angeblich schon Verbrecher. Ach, du meine Güte. Was läuft da vorne rum? Sehr brav noch umladen. Windeln für eine Antarktis-Expedition, dafür gibt's Windeln? Oh Gott, Gott, oh Gott. Schnell, kommt, ladet's um, wir müssen hier weg. Wir müssen hier schnell weg. Aussteigen bitte. Was ist aussteigen? Wer sagt aussteigen?
Riecht mich, dass da Leute sich untermischen, die gar keine Polizisten sind, die Polizeiuniformen tragen. Ah, da geht jetzt. Boah, fuck! Jetzt habe ich schon geglaubt! Rechtzeitig noch Zeit. Passt, Gott sei Dank. Ich bin nur rechtzeitig. Ich habe jetzt schon geglaubt. Nein, bin nur rechtzeitig da nicht drin. Wie lange brauchst du 10 Minuten umladen? 2 Minuten maximal. Passt, ja. Angasen, schnell. Wir müssen da weg. Wir müssen da echt flott weg. Oh Gott! Alle Fahrzeuge, die sich gerade so schnell nähern, machen mich fertig. Die Spannung ist gerade zum Zerreißen. Brauchen noch die Last ist sehr schwer. Okay, schnell wie möglich bitte. Ja. Schnell. Ich will echt nicht, dass da jetzt was passiert. Ich zeig's euch jetzt mal. Kofferraum ist verschlossen. Ah, die versperren das immer. Sehr brav. Sehr, sehr brav. Ich kann da jetzt gerade nicht drauf zugreifen. Ich will mal anderen zu. Kopf, kein Fahrzeug hinlegen. Ah, Kopf. Wir sind alle Kofferräume zu. Ich will dir nur kurz zeigen, was da drin ist. Kofferraum ist verschlossen. Lol. Achso, ich muss dafür wahrscheinlich einsteigen. Ich zeige euch das zum Schluss dann, gell? Ah, jetzt, schaut mal, was da drin ist. 800 Meth, 300 Koks, Heroin, Cannabis, Juwelen, Waffen aller Art. Und das ist nur ein Auto, gell? Das ist nur ein Auto. Stellt mal das, die drei Fahrzeuge kriegt irgendwann die Hand. 800 Meth, damit kannst du alles hier kaufen. Alles. Schnell. Oh Gott. Es gibt jetzt... Wir nehmen keine Anrufe entgegen jetzt. Die K fährt fast nach Böhlen und fährt umgefahren. Ja. Heute gibt es keine Beschwerden. Heute nicht. Von der Seite relativ gut geschützt. Von der Seite, wo vorne auch ein Kollege. Der alte VW wird nicht als Streifenfahrzeug verwenden. Schnell, ladet's um. Wir haben doch nicht so viel Zeit. Was wird da so viele Nachrichten geschickt? So, essen wir mal schnell was. Wir haben gerade noch ein bisschen Zeit, essen wir was. Wenn die Kollegen da verladen. Schnell, Leberkiste mal rein und geht schon. Schnell. 2 Leberkissemmeln. 3 Kaffees. Fett und Koffein. Die Mörderbombe. Die Mörderbombe, passt. Sie geben ihr Bestes. Die Verladeteams sind so brav. Ob es in Planung ist, dass die Polizei für Elektroautos umsteigt? Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht. Kommt schon, Leute, kommt schon. Ich glaube, dass die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge nicht gut genug ausgebaut ist. Ich habe aber schon durchsickern gehört, dass unsere neuen Funkwegen werden sollen, dass unsere neuen Polizeibusse werden sollen. Wenn das stimmt, fände ich sehr geil. Aber das sage ich erst, wenn es soweit ist. In 10 Minuten muss ich aufs Klo fliegen. Ja, das kann sein. Und dann aber gewaltig. Da fehlt mir noch ein Cheek. Letzter Stream auf AX 2.0. Nächster Stream erst wieder auf AX Reloaded am 26.10. Nochmal zur Erinnerung für die ganzen neuen Zuschauer, unbedingt vorbeischauen. 20.10. Whitelist-Gespräche auf AX. Alle Infos dazu unten in meiner Beschreibung. Und Abschluss-Event am 22.10. Fettes Update. Es ist, das ist kein Update, es ist ein neuer Server. Ja, Update ist eine Untertreibung. Es ist ein komplett... vorerst fertig geladen. Passt, Abfahrt. So, passt. Abfahrt, zurück nach Wien. Oh! Los geht's! Einsteigen! Fahren wir, Burschen und Mädels. Wir fahren. Geht schon. Wir haben Bewegung 12 Uhr gegenüber der PI, mehrere Personen, die laufen und sich versteckt halten. Durchfahren. Nein, stopp. Wir fahren rechts, die erste rechts und wieder rechts. Ja genau, Führungsfahrzeug rechts, wieder rechts. Wir fahren zurück auf die Autobahn. Schnelle Plan, spontane Planänderung. Die Libelle kommt auch wieder. Wenn die da vorne einen Hinterhalt geplant haben, dann... Okay, jetzt bin ich auf einmal so frisch. Ah, jetzt wenden sie wieder. Ich richte mich nach einem Führungsfahrzeug. Stillstand ist immer schlecht, fahrt! Let's go. Wer jetzt schlafen geht, ist echt selber schuld. Die von Anton 100. Wir haben Partystimmung, wenn wir zurück nach Wien fahren. Das gibt's ja nicht! Wir sind überall! Ja, wir fahren jetzt geschlossen, brechen durch Richtung zurück nach Wien. Ist soweit in Ordnung. Und wenn wir dann zurück in Wien sind, haben wir Party mit sehr viel Eingeladenen. Wo? Mittlerweile ist alles heiße Zone hier. Alles. Bin gespannt, wo.
3 Sekunden Abstand, hallo Leben. Asanak macht auch einen mörderisch guten Job hier auf dem Server. Über Kopf Anzeiger steuern sie wie die RP-Götter. Vorsicht, Ureinwohner am Eskalieren. Bisher läuft es wie am Schnürchen. Zwar anfangs große Verzögerungen mit Stadtproblemen, aber sie halten sich gerade in Grenzen. Es läuft. Wo sind die ganzen Fahrzeuge, die wir uns gerade oben observiert haben bei 1000? Wo sind die jetzt alle hin? Wo sind die jetzt? Dann ein 100, wir haben hinter uns, glaube ich, ein Fahrzeug, wenn sie ein bisschen an Steuer zeigen. Durchfahren. Habt ihr das da jetzt hinten, Hinterhalt rechts ist im Wald? Gleich so mit einer RPG wie beim Film Black Hawk Down. Das sind. Der Konvoi reißt auseinander. Anfang etwas langsamer. Mamba 3 muss aufschließen. Passt wieder, danke. Bei 100 anscheinend viele Fahrzeuge bei der Radar-Range bedacht haben, dass man von hinten auch besucht. Viele Fahrzeuge? Wo sind die? Sind doch überall! Das ist Psychoterror! Ich muss echt aufpassen, jetzt sicher zurückfahren. Fahrzeug links. LKW links, nicht, dass sich der reindrängt. Nein, passt, gut. Wir passieren Wien Mitte. Unter Druck entstehen ja bekanntlich Diamanten, Martina. Wir sind alles hier Diamanten. Fahrzeug rechts hier, nicht, dass der jetzt rauszischt. Der Konvoi, der hält einfach so gut gerade. Konvoi läuft gut. Sehr, sehr gut. Wieder heikle Stelle Brücke, aber große Brücke. Breite Brücke, da kann man arbeiten. Rosauer-Kaserne. Mit Sprit geht es sich, glaube ich, auch. Anton 100. Wir haben ganz viele Partygäste, wenn wir zurück in Wien sind. Wir sind? Ja, an die Wieselkräfte. Ich hoffe, sie hören hier im Funk mit. Ja, bitte IFE-Stellungen durchführen. Ansonsten Zugriff. Wir müssen zurück nach Wien. Wie gesagt, genau, zurück in Wien sind die ganzen Partygäste mit ganz viel Spielzeug. Ja, das ist aber voll scheiß. Alter.
informativ von Anton 100, alle Securities sind als Geisel. Alle Securities als Geisel. Ja, hier. Anfrage. Hier. Hier, Cobra, 100. Rechts abbiegen, rechts abbiegen, rechts abbiegen. Mambas rechts abbiegen. Er fährt links. Wir haben. Wir haben sehr viele Gäste, die sich gehört, die sind als Geisel. Sollen wir am besten entfernen von Wien? Ja. Gesicherter Hafen, Flughafen Wien Schwechat. Dort fahren wir im Kreis. Wien Schwechat, wir fahren dort im Kreis. Was bitte, wer bremst, verliert. An die Wieselkräfte, wenn Sie sich bitte der Sache annehmen könnten, was zurück in Wien passiert. Wir können das jetzt nicht dahin bringen, wo wir wollen. Die Ladung hat oberste Priorität. Das können wir nicht hergeben. Oberste Priorität. Das ist 100% safe. Das können wir nicht hergeben. Ich versenke den Wagen selber in der Donau. Anton 100 von Cobra 100. Könnten Sie Kontakt dafür mit den Wieselkräften, dass Sie sich der Sache annehmen, zurück in Wien? Ja, Anton 100... Wir disponieren schon. Ausgezeichnet. Boah, voll. Voll der Notfallplan jetzt. Der hat einen Krafttritt. Ja, bitte Anfang und Schlusslicht, wenn Sie bitte das Tor sichern. Wir sind die Tore, einmal rechts und einmal geradeaus. Das kompakte Paket fährt in den Flughafengelände. Wir sammeln uns im ersten großen Hangar links für weitere Lagebesprechung. An das Schlusslicht, wenn Sie bitte hinten das Tor sichern würden. Das ist da bei der Flughafenfeuerwehr. Bevor die checken, dass wir da sind. Planänderung, Leute. Planänderung. Da ist die Chester von vorher. Da ist sie. Was passt, schon sie alle. Gut, muss ja schnell die Chester checken. Ich glaube nämlich, das ist genau die Chester, die vorher Kontakt hatte. Das
ist, glaube ich, genau die Cessna, die vorher bei uns geflogen ist. Die parkt hier nicht so, wie eine Cessna, glaube ich, parken sollte. Ist aber clear. Von wo haben die unsere Standorte? Und warum sind die Sicherheitsbeamten als Geiseln? Was mich interessiert, von wo wissen die, dass wir zurück nach Wien, dass das gemeint ist? Und das andere, was ich mich frage, wie? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Genau. Also entweder haben wir wirklich ein Wiesel in dieser Gruppe, weil anders kann man sich das nicht erklären. Weil, das ist auch genau die Cessna, die vorher über uns geflogen ist. Ah, ja. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wir haben das vorher besprochen, wie es geheißen hat, dass wir abdrehen, weil Wien zu heiß ist, sind die Fahrzeuge ebenfalls abgedreht. Wie Wien zu heiß ist? Das Wien hier? Es wurde von Anton 100 gefunkt, dass wir abdrehen, weil es zu heiß ist. Ja. Und just in dem Moment dürften ein paar Fahrzeuge, die was zurück nach Wien gestanden sind, ebenfalls abgedreht sein in Richtung Spechert. Glaubst okay. du, dass bei uns ein Spitzel drinnen ist, oder wie? Das ist eine Vermutung, aber kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil wir stehen im ständigen Funkkontakt. Also wenn da jedes Mal irgendwer aus dem Funk rausgeht, und ich meine, anders kann man sich das nicht erklären. Ich meine, woher will man wissen, was zurück nach Wien heißt, was Linz ist, was Eisenstadt ist? Das haben wir kurz vorher besprochen. Ich kläre nur die Lage mit dem LKA, ob ich bin nur kurz. Ja, wir müssen nur das Zeug genau dorthin zurückbringen. Ja. Und das Problem ist jetzt, dass unsere Abnehmer als Geisel genommen wurden, ja. Wobei nicht einmal die Leute von uns gewusst haben, wer das ist, wie viele das sind und wann die dort sind. Weil sonst können wir eigentlich das ganze Zeug wieder zurückbringen. Ja. Sind die alle eng? Ja. Das LKA ist vor Ort, es sind jetzt anscheinend mehrere Geiselnamen und sie warten nur auf Anweisungen vom Einsatzleiter. Also du könntest, wenn du möchtest, in Exe 4 gehen und mit ihnen sprechen. Ja, schauen wir uns mal an, was sie zum Sagen haben. Aber der Flughafen ist gesichert, auch der andere Eingang hinten passt. Dass wir rechtzeitig vorgewarnt sind, sollten die herkommen, dass wir dann rasch... Ja, immer drum. Dankeschön. Ja, gut. Ich lege mal 100. Die Weste ab, gell? Warte, ihr hört. Anfrage von Cobra 100, wie ist die Lage bei Zurück in Wien? Zurück in Wien, derzeit belagert von mehreren Personen, Sicherheitsleute, wie es aussieht, in deren Gewalt. Alle haben Kalaschnikows an, Mann. So gut wie alle. Okay. Houston, wir haben ein Problem. Ja, hier Cobra 100, ich habe eine Idee. Alles in die Autos. Sie fahren gerade weg vom Hafen. Passt, ich hätte nämlich sonst eine Idee gehabt. Sofort aufsitzen, sie fahren gerade weg vom Hafen. Du bestimmst die Route, wie wir zurückfahren. Egal wie, wir fahren. Nein, das soll bitte das Führungsfahrzeug machen, das wäre einfach. Passt, kannst du mit dem Kontakt aufnehmen? Okay. Danke. Okay, sie fahren weg. Jetzt keine Ahnung, was er gerade macht. Guck mal, ist offen bei dir? So, schnell, Helm wieder auf. Jetzt. Ich danke das Auto jetzt noch schnell. Wer weiß, wie weit wir noch fahren müssen. Aber wird sich schon ausgehen. Wir müssen irgendwie dorthin.
habe noch immer einen Notfallplan. Sollte der Ort noch immer besetzt sein. Wie kommt ATV hierher? Unser Konvoi ist einfach zu fett. Wir müssen. Ich hätte mich jetzt sonst einen anderen Plan gehabt. Fahren Sie wieder zurück nach Wien. Ja, angeblich fahren die Beschuldigten wieder zurück nach Wien. Ja, hier Cobra 100. Führungsfahrzeug für Anton 100, am besten wenden zurück nach Wien, nicht mehr sicher. Ja, ist wichtig. Müsst was anderes machen. Ja, ja. Wir sind weggefahren, die sind wieder zurückgefahren. Ja. Hier, Cobra 100, bitte mal alle da links auf den Parkplatz. Links auf den Parkplatz hier. Da sind wir jetzt alle nachfahren, mal schneller. Wo fahren? Wissen das? Ich unterbreite Ihnen mal schnell meinen Vorschlag. Wir machen hier dicht. Schwarzes Fahrzeug, gar nicht gut. Wo sind die jetzt hin? Die Kollegen jetzt alle hin. Die fahren zurück, passt, fahren zurück. Haben wir den jetzt verwirrt, hä? Den Typen da? Nicht, kein Stillstand, immer in Bewegung bleiben. Zu viele Speerfahrzeuge. Überall nur Speerfahrzeuge heute. Passt, perfekt, das wollte ich auch gerade sagen. Konvoi vorne vor dem Postal-Logo halt. Ja? Die Wiesel werden jetzt von den Partygästen gerade verfolgt. Du sollst bitte über Exe 4 Kontakt aufnehmen. Ja, können die nicht auch auf unseren Kanal kommen? Das ist extrem mühsam auf 3 und 4, wenn wir denselben Einsatz haben. Ja, es funktioniert leider momentan nicht. Es ist mit der GoPro ein bisschen schwierig gerade. Und da die Falsche wieder auf der Brücke. Wir müssen in Bewegung bleiben, nein, Nico. Folgendes. Judy, nimm die 3 Pakete und fahr. Fahr einfach wahllos in der Stadt, versteck's notfalls. Wir fahren alle zurück nach Wien und klären dort die Situation. Ja, es ist der Hafen, momentan gehört nicht mehr uns. Also bitte vielleicht gut mit dem LKA absprechen. Und ja, wir müssen den Hafen zurückerobern und dass wir das zurückbringen. Ja, verstanden. Wir nehmen Nimm das Paket, fahr vorne irgendwo hin, dass wir es nicht sehen. Ja, verstanden. Chef, wir brauchen alle Sprit. Ja, passt. Wir fahren jetzt zurück nach Wien und erobern den Hafen zurück. Ach so? Ja. Die Frau Oberst wird die Pakete nehmen und wird damit wegfahren, dass ich nicht sehe, wo die hinfahren. Cobra-Kräfte plus LKA werden das zurückerobern. Alles klar.
Ihr Cobra 100 mit neuem Lagebefehl. Anfangsfahrzeug Mamba 1, Mamba 2, Mamba 3, Anton 100 und Kollege Schlusslicht fahren mit dem Paket weg. Cobra 1, Cobra 2, Stier, Lotse 1, Lotse 2. Wir fahren zurück nach Wien und erobern das zurück. Warum höre ich Schüsse? Mamba, Vollgas. Wir haben Partygäste. Oh shit. Hier, weiterfahren, weiterfahren. Uns geht's allen gut. Schüsse Eingang, Schüsse Eingang. Weg vom Eingang. Durchbrechen, durchbrechen. Survivor, durch. Wo sind die Rüste Mamba hin? Ah, da. Fahrt. Jetzt geht's rund, Leute. Muss zusammenbleiben. Pakete, wir fahren bestmöglich auf die Stadtautobahn und fahren dort im Kreis. Stadtautobahn im Kreis. Cobra 100 für Sie informativ, Cobra 1 nicht mehr fahrfähig. Zwei mit zwei Plattenreifen. Ja, langsam vorne. Mamba 2 Plattenreifen müssen die Reifen flicken. Fahrzeugburg bei Mamba 2. Wo ist Mamba 3? Kaufen. Oh. Schnell aussteigen, Reifen flicken. Schnell. Funktioniert nicht. Geht nicht? Nein, funktioniert nicht. Dann einsteigen und wir fahren. Das ist beim Steckentempo. Informativ Mamba 3 auf der rechten Seite des Flughafens. Wir fahren durch und brechen durch. Geht's gar nicht mehr? Ja, es geht schon, wenn ihr aufs Gas drückt. Ja, passt. Fahren Sie vor? Ja, fahr du vor. Warte und. Wir fahren. Ich komme auf den Fahrersitz nicht mehr. Nicht? Ich komme auf den Fahrersitz nicht mehr. Wie gibt's denn das jetzt? Fahr mal. Ja. Auf SBK 12. Es kommt, er kann nicht einsteigen. Fahrt hier, ich bleib beim Nacht. Geht wieder. Fahrt. Und Fahrzeug Richtung SBK 12. Die sind gerade aufs Flughafen gekommen, Flughafen ist schlecht. Oh Gott, sogar beschädigte Fahrzeuge jetzt. Wir sind da. Anfrage vom Verkehr, und haben wir aktuell eigene Verluste? 10.002. Anfang vom Cowboy langsamer. Unsere Mamba ist verletzt. Ist so deppert. Das waren jetzt viele Angreifer. Aber ich konnte den Angriff bisher gut abwehren. Weiterfahrt.
Der Verkehr in Hunger schon wieder gesagt. Hoppla. Das kriege ich einfach nicht aus dem Kopf raus. Wir müssen unbedingt die Autos flicken. So können wir nicht weiterfahren. Tanken und Autos flicken. War hinter mir heftige Schüsse. Wir haben TC. Feind oder was? Weggerannt, den ÖMTC! Sehr gut! Alles nicht egal. Stehen bleiben, Vollgas! Wir geben das nicht her. Was ist da los? Blip, 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 blip. Oh, lauter verletzten Meldungen sind gerade reinkommen. Da kommt, da läuft der. Also ein Kollege, passt. Anton, 100 nach oben. Bleibst du mal da und mach hier Lagebesprechung drinnen? Ich bleib einmal da, ja. Okay. Alles in Ordnung? Die Mamba sind schwer beschädigt und komplett leer. Tank leer, oder was? Ja, ich sag einmal 10-15% haben wir noch. Passt. Hätten auch nicht gedacht, dass das so lange dauert. Für Sie informativ, ich habe einen Täter halbwegs angefahren, der ist dann aufgestanden und hat mir dann die Reifen zerschossen. Ich bin beim T6 mitgefahren. Was? Kann jemand Rettung Bescheid geben? Wie viele verletzten Kollegen haben wir denn? Zwei Reifen, ich glaube keine. Keine Eigenflucht, passt. Ich glaube. Heute ist ein schöner Tag. Kommen die Mambas, passen die da rein? Reifensatz getauscht. Mag jetzt nicht aus. Geht es nicht aus? Nein, kommen nicht rein. Halleluja. Wir müssen die Mambas wieder voll kriegen, die Fahrzeuge wieder voll kriegen, mit Sprit und Panzerung. Mhm. Munition ausfassen, ich habe auch zwei Magazine schon verschossen. Die Mamba-Fahrer, ihr habt von mir Werkzeugkästen gekriegt. Schauen wir uns das gleich mal an, dass wir das so gut wie möglich reparieren, bitte, gell? Hab die Reifen sind getauscht. Hier sollten wir ja doch relativ sicher sein. Was braucht ihr denn tun noch? Soll ich den Highpoint suchen mit Präzisionsgewehr? Ich verstehe nichts, gehen wir da um. Ja, und kannst du... Warte mal, ich organisiere schon. Peter? Ja? Kannst du mir Spritkästen besorgen für die Mambas? Wir sind leer. Was soll ich bestellen? Spritkästen. Also Benzinkästen. Benzinkästen meine ich. Benzinkanister. Bitte? Benzinkanister. Ja. Ich kann fahren. Die Mambas sind nämlich leer. Wir müssen es reparieren auch noch. Okay. Ich kann zur Tankstelle pendeln. Bitte, ja. Pendelverkehr. Ja, wäre super. Ich kann da mal einen geben. Kannst du gleich mal tanken selber am besten? Ja. Habt ihr Benzinkästen? Ah, so negativ. Also ich hab schon, aber der sind voll. Okay, tankt's mal rein, was geht. Wir schauen, dass wir den Rest so tanken dann noch.
Frau Oberst? Ich kann nichts mehr reindanken. Ich habe einen lernen können. Könnten Sie nur kurz einmal bei mir in die Mamba 2 einsteigen und dann kurz mit Ihrem Kollegen danken? Was? Alle, die, wenn die Mamba-Fahrer so, steigt. Die Mamba-Fahrer, kommst du mal kurz mit, komm Mamba-Fahrer. Wir holen schon Benzinkästen, okay. Steig's mit, komm's mit. Oh, stoß mal gleich sein Moped um. Wir holen schnell Sprit. Wir haben ja Gott sei Dank eine Tankstelle gar nicht weit weg. Doch, weit weg. Spritkästen. Wer kennt's nicht, die Spritkästen? Haben wir aktuell Verluste zu beklagen? Meines Wissens nein. So, heute muss schnell gehen. Vielleicht haben sie einen Terroristen als Quelle. Ich habe keinen Terroristen als Quelle. So, passt. Jetzt? Nichts reden. Ich kenne meine Quelle. Okay. Passen Sie ein bisschen auf sich. Ja, ja, wir passen immer auf. Noch auch voll die Hitten da. Ja, was tut er denn? Ja, wer kennt's nicht? Man kann sein eigenes Auto nicht einsteigen. Sieh zuerst, würde ich sagen. Ja, es ist gar nicht so leicht. Ja, ich hab's auch gerade probiert. Warte, ich hilf ihnen von innen einmal andrucken, weil die Tier steigt, glaube ich. Ich steig einfach als letztes ein. Ich steckt wirklich. So, geht. Alle drin? Passt. Geht. Anschneiden nicht vergessen. 1, 21, ein Hammer. Ernsthaft? Ich keine Angst, einfach einer. Ich kann nicht mehr einsteigen. Ja, ich hab's gerade. Herr Grufler, drucken sollen wir mal verhindern, ha? Ja. Ja, jetzt wieder Wender zurück ins Hammer. Guck! Super. Na, perfekt. Sind noch irgendwelche Kollegen am Flughafen? Halten Sie sich Kontakt, wir kommen. Oh Leute, ärgstens. Daumen nach oben in den Chat für den letzten Stream hier. Passt. Anfrage von Cobra 100. Wie ist die Lage aktuell bei Zurück in Wien? Libelle von Cobra 100. Haben Sie sich Kontakt bei Zurück in Wien? Ja, bitte, Kollegen, etwas länger die Sprechtaste drücken, ich höre sie nicht. Anfrage vom Anton 100, darf ich dir X-Media zur Sicherheit festnehmen? Ja, hier Cobra 100, wo wollen Sie die festnehmen? AX Media enthüllen gerade schon wieder den Standort beim Berlin, bei Eisenstadt. Jawohl, voll an der Ordnung. Wo? Der Hammer, richtig? Ja, Anfrage von Cobra 100, wo wird das geleakt? Auf ATV?
Ja, die machen schon wieder Fotos, wie, wo, was wir stehen und wo wir stehen. 100. Ja. Für dich zur Info, mein X5 ist Schrott, mein A6 ist weg. Wenn es für dich in Ordnung ist, zusätzliche Sicherheit. Ich habe jetzt auch einen Survivor draußen. Jo, besondere Maßnahmen braucht, wenn man neue Umstände braucht, besondere Maßnahmen passt, ja. Zweiter Survivor. Soll ich den ersten Survivor unterstützen? Ja, bitte, ja. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie zurück nach Wien kommen. Alles klar. Haben wir noch eine Libelle in der Luft? Wenn ja, wie schaut's aus bei zurück nach Wien? Erst! Wir kreisen im Hafengebiet. Hatten gerade Kontakt mit einem Partygast. Das Fahrzeug wurde ausgeschalten. Die Personen, keine Ahnung. Wie ist Ihre Einschätzung? Schaffen wir es jetzt zurück nach Wien? Oh, Katastrophe, so zu funken. Katastrophe, so zu funken, ich sag's euch, Freunde. Anfrage von Cobra 100. Wie ist Ihre Einschätzung, wenn wir jetzt zurück nach Wien fahren? Okay, so, es ist... Ich mach das gleich so, weil der Funk ist schon... Ja, also eigentlich kann ich gleich gar nichts sagen, es ist genauso gut. Ein Augenblick, warte, ich will kurz Funk... LKA sagt mir gerade, wir sollen sofort losfahren. Es ging ja jetzt. Passt, das war auch meine Frage. Passt, fahren wir zurück nach Wien. Ich habe auf Amarok gewechselt, weil mein Motorrad ist defekt. Jo, perfekt, passt. Ist alles genehmigt heute. Fahren wir. Wir fahren zurück nach Wien. Stier 1, Stier 2, wenn Sie bitte vorfahren zurück nach Wien und die Situation dort klären. Was war das? Ich glaube, keiner hört mich mehr. Ich glaube, ich kann genauso gut gar nichts sagen. Der Reifen ist gerade schon wieder platzt von dem Survivor da. Ich glaube, da platzen gerade die Reifen. Hilft nichts. Wir müssen da jetzt durch. Wir müssen da jetzt durch. Sollten mich die Wieselkräfte hören, bitte Halbinsel räumen. Informativ zurück nach Wien müsste angeblich gesichert sein. Los. Danten, zurück nach Wien, soweit sicher. Los. Ja, wenn der Anfang bitte um 5 km langsam fahren könnte. Mamba 3 hat leichte Reifenprobleme. Hey Leute, wie findet ihr bisher den Stream? Bist du narrisch?
Schaut sich die Blips an. Nur Blips auf der ganzen Straße, nur Polizei. Da ist noch ein Funkwagen. Herrlich. Herrlich. Ich glaube, das sind keine Schüsse, ich glaube, das sind Reifen, die platzen. Jetzt heißt es, koste es, was es wolle. Wir müssen da jetzt rein. Weg da! Einfach Gänsehaut, schreien Leute im Chat. Dankeschön. Und ich muss gestehen, das war nicht geplant. Jetzt heißt's zurück. Jetzt heißt's eine da. Da drüben. Da war ein Geiselnehmerfahrzeug oder ein Täterfahrzeug. Das wurde ausgeschalten. Ausgezeichnet. Oh, shit. Da kennen sie heute nichts. Da kennen sie heute gar nichts. Jetzt wird's nebelig auch noch. Die Bälle sieht gleich nichts. Der Sicherungsschütze ist wertlos, wenn er da nichts sieht. Supersportauto. Gefährlich. Ja, alle Kräfte, die nicht notwendig sind, bitte hier dicht machen. Bitte unter der Führung von der Frau Anton 100. Ich glaube, das hat man wieder nicht gehört im Funk. Herrgott! Wurscht. Da vorne die Straßendicht. Ich darf die links. Oh, die Mambas haben sich gerade richtig zerrissen. Ich muss vorfahren. Die Mambas hat es gerade richtig zerrissen. Geht so darum, dass der wirklich sicher jetzt ankommt da. Schwarzer Van. Gefährlich. Da auch Sportwagen. Mamba, fahr durch, Mamba, fahr durch. Ja. Mamba-Mitarbeiter, bitte raschestmöglich umladen auf das Frachtschiff. Die Sicherheitsbehörden auf dem Frachtschiff wissen Bescheid. Servus. Ja. Servus, grüß dich. Sicherheitsmitarbeiter sind entführt worden. Einen davon haben wir finden können. Leider tot beim Airport in der Nähe. Der ist in einem Hammer. Scheiße. Die anderen zwei sind leider unbekannt. Das Gebiet ist aber soweit gesichert. Was? Kannst du mir zusammen mit dem LK, also mit der LK-Führung, übernehmen den sicheren Transport oder Verladung von den Gütern ins. Auf das Frachtschiff? Ja. Passt, super, danke. Passt, verstanden. Gut. Jetzt ist gut. Sind irgendwelche Kollegen da vorne? Passt. Könntest du mir zusammen mit Wolfgang vorfahren? Da ist ein einziger Kollege vorne beim Haupteingang. Ich habe gerade überlegt, ob das gescheit ist, dort zu stehen, weil das Gelände ist so offen. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt einen aufhalten können. Ja, dann holen wir uns den Kollegen aber her. Weiß jemand, wer das ist? Ja, der sollte herkommen. Ja, passt. Vorschlag, wir decken hier die ganze Linie ab. Passt. Ja, das wäre, glaube ich, gescheiter. Dass sich da einer dazwischen noch passt. Da kommen die Stiere. Genau. Passt. Ja. Gut. Alles passt, klar. Wir holen den Kollegen her. Gut, perfekt, danke. Wir müssten nur da drüben das mit abdecken. In passt der Richtung vom Wasser. Dass da nichts passiert. Jo. Schaust Nein. du da zwischendurch hin? Ja, jo, passt. Ich schaue eher da in die Mitte rein. Passt, okay, wir decken passt. Das mit. Okay. Ja, das muss jetzt echt schnell gehen. Das muss jetzt echt schnell gehen. Ich mache mir gleich in die Hosen, Leute. Servus. Servus. Schnell. Oh!
Heftigst! Da kommt ein Fahrzeug. Ey, warte, ich muss jetzt unbedingt schnell Pipi gehen. Ich mach mir nämlich in die Hosen. Wenn jetzt was passiert in 30 Sekunden, ich bin gleich wieder da. Das Frachtschiff ist verschlossen. Ich bin wieder da! Ich bin wieder da! Wieder da! Ich brauche auch eine Antarktis-Windel. Hier schaut gut aus. Schaut gut aus. Ja, Libelle Flier, wir haben jetzt alle Kollegen hier bei uns. Könnten Sie bitte Richtung Hafeneinfahrt fliegen und dort schauen, ob alles in Ordnung ist? Bin wieder da. Es wird alles hat sich überladen, das ist wichtig. Schau mal nach, ob alles passt. So, wir können jetzt nochmal nachschauen. Ich habe euch versprochen, wir schauen nach, was da alles so drinnen ist, gell? Ah, der Kofferraum ist versperrt. Kann ich mich da einfach einsteigen, dass ich das mal zeigen kann? So, ich zeige das mal, was da alles drinnen ist. Was für Schätze. Warum ist der Kofferraum zu? Kann man da drauf zugreifen? Ist der da vorne? Da haben wir. Da seht ihr. 800 Meth. Koks, Heroin, Cannabis, Juwelen, Waffen. Die werden aber schon ausgeladen. Was haben wir da vorne drinnen? Die nächsten. Schwarzgeld haben die Leute übrigens am Mann. Da. 1000 Meth. Koks, Heroin, Cannabis. Das haben die Kollegen schon brav ausgeladen. Cannabis, 600 Koks, 1000 Heroin, 400 Meth und Juwelen. 635 Juwelen. Also, da wäre schon einiges zu holen gewesen. Das haben die Kollegen super gemacht. Echt super. Es ist ja noch nicht ganz fertig, aber bisher echt tipptopp Arbeit. So, wir sichern da mal die schmalen Wege, nicht dass Davey dazwischen durchkommt oder über die Container runterhüpft. Grandios, grandios heute. Wasser checken, dass doch keiner irgendwie übers Wasser hochkommt. Irgendwie hochklettert, das checken wir auch. Alles, wir müssen einfach von allem ausgehen. Kollegen machen das richtig gut gerade. Richtig, richtig gut. Sobald die letzte Fracht da oben ist, haben wir es geschafft. Puh. Vorne kurz ins Wasser schauen. Schaut gut aus. Dieses Schiff hier bringt unsere Sachen auf AX 3.0 bzw. AX Reloaded. Hier steht ein Fahrzeug mit Einschusslöchern. Ja, da stehen gerade einige in Wien rum. Echt,
Mamba Farm, das hat sehr Fahrt, gut gemacht. Was? Hafen was? Positioniert sich der AX Media wieder. Okay, gut. Ja, danke für die Info. Solange er dort nur steht, alles in Ordnung. Sehr konzentriert, die Kollegen heute auch. Sehr, sehr konzentriert. Hut ab, echt. Ja, vielleicht haben wir sogar Boote besetzt, Felix. Weil wir genau davon ausgegangen sind. Letzter Stream auf AX. Vollautomatische Waffen. Was war das jetzt? Habt ihr die Schüsse gehört? Hört ihr die Schüsse? Ja, das ist der Survivor 1 oder 2. Ach Gott, danke. Ja. Schießt mal der Survivor rum. Jetzt sieht das Stargirl also mit deiner schon. Frage, beim Schiff waren Schüsse hörbar. Kommt das von uns? Wir sind vom Survivor, alles gut. Der Survivor ist eine Spezial, da vorne sitzt hier den Hubschrauber. Mir hör auf jetzt damit, Alter! Lol. Die armen Kollegen müssen den ganzen Tag nur verladen. Tut mir echt leid. Glaubst du selbst nicht, dass das alles genauso geplant hat? Nein, ehrlich gesagt nicht. Aber wir sind zumindest genauso, wie ich geplant habe, von Wien nach Eisenstadt, nach Linz, nach Bregenz und zurück nach Wien gefahren. Von dem her, das hat gepasst. Es sind keine Kollegen verletzt worden. Das hat gepasst. Wir mussten improvisieren, das hat gepasst. Also von dem her bin ich höchst zufrieden. Es hat, auch wenn es Probleme gegeben hat, hat es trotzdem gepasst. Und, müssen wir denken, wir hatten extreme Funkprobleme. Ja? Ich wurde alles mündlich zugesagt. Also, es hätte wesentlich schlimmer ausgehen können heute. Aber wir sind noch immer ein Haufen Zeug zum Verladen. Ich kann immer inzwischen zeigen den anderen Helm. Dann gehen wir schnell zum Auto. Hinter Ihnen rechts auf circa 5 Uhr, lieber Leflier. Das ist so ein Helm hier, ja. Den hat aber die Vega, nicht die Cobra. Deswegen setze ich den ab. Was? Wo schauen die hin? Das ist der Cobra-Helm. Wo schauen die hin? Informativ von Anton 100. Ein Kleinflugzeug ist gerade über das Geschehen geflogen, entfernt sich jetzt Richtung Mödling. Oh, wir werden aufgeklärt. Wir werden schon wieder aufgeklärt. Vielleicht kommt noch ein Angriff. Das war die Aufklärung. Sogar am Schiff oben sitzen hier die Kollegen patrouillieren. Also wirklich ganz, ganz großes Kino hier heute. Hey, hey Leute, wie ich mich schon freue auf X-Loaded, wie ich mich schon freue. Ich hoffe, das ist jetzt gleich verladen. Wir können noch mal reinschauen in den LKW, wie die Lage ist. Erst wenn es leer ist, haben wir gewonnen. Erst wenn es leer ist. Ui, da ist noch viel drin. Da ist noch viel drin. So, ich zieh mal da die Kollegen ab.
Wolfgang. Ja? Und Grazia, könnt ihr mal helfen beim Verladen? Dann sind wir schneller fertig. Mhm. Danke, ich übernehme den Posten da. Wenn was ist, müssen wir halt funken. Müssen eure Blaue nicht synchron sein? Ja, sind sie hier nicht. Hat folgenden Grund, weil der Server schon sehr alt ist. Aber der Server ist, wie gesagt, ich streame das letzte Mal heute auf dem Server. Das nächste Mal streame ich auf dem neuen Server. 26.10. Da möchte ich 10.000 Leute im Chat haben. 26.10. Erzählt es euren Großmüttern, erzählt es euren Stiefeltern. 26.10. streamt da Nixon. Da sind wir alle mit dabei. Hoffe wirklich, dass ihr alle mit dabei seid am 26.10. auf meinem ersten Stream auf AX Reloaded. Wir werden den Server zusammen betreten. Alles gut soweit hier? Alles gut. Ich habe nur zwei Kollegen jetzt noch eingeteilt, dass sie beim Verladen helfen. Und sind wir ein bisschen schneller. 100er, okay. Und ja, ich bin ich. Und ich habe den Posten übernommen. Alles gut. Perfekt, passt doch. Also, dann warten wir noch aufs Verladen. Wie sieht's danach aus? Zurück SBK, RK. Die Mambas müssen wir Nationalbank zurückgeben. Aber zurück nach Wien. Nachbesprechung dann in der RK. Okay. Perfekt, ich warte auf den Funkspruch. Ja. Alles gut. Super Arbeit heute, ne? Hier Cobra 100 an alle eingesetzten Kräfte. Nachdem die Fracht verladen wurde auf das Schiff und das Schiff dann abgefahren ist, machen wir einen geschlossenen Konvoi zurück in die RK. Eine Nachbesprechung danach in der RK. Einsatzleiter? Ja. Ich verabschiede mich kurz vom Wiesel-Team, also ich gehe außer Dienst. Ja, passt. Ich muss schnell weg. Danke passt. Für deinen Dienst. Immer wieder gerne. Schönen Tag noch. Tschüss, bis im nächsten Wien. In dem Wien werde ich nicht mehr sehen. In dem Wien sehe ich ihn nicht mehr. Was für ein Auto ist denn der gefahren? Das Wiesel-Team ist mit den Autos fahren. Ich habe das sind alles Verbrecher. Jetzt müsste es bald geschafft sein. Wie die Ameisen da hinten gerade. Sehr fleißig. Sehr, sehr fleißig. Da kann man halt wirklich gut wirken. Da sollte ich direkt das Scharfschützengewehr holen. Da könnte ich so... Sollte dabei kommen... Boom! Auto beschlägt sich, fliegt ins Meer. Hubschrauber immer noch über uns. Cruise Wachhund, du hattest gestern Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute nachträglich. Alles Gute. Wir warten jetzt nur noch angespannt, bis das Ganze verladen ist. Bei 2000 ist der Polizeihubschrauber. Was? Libelle Flier von Cobra 100, könnten Sie mal den aktuellen Funkspruch sich mal anschauen? Ich glaube, jetzt ist ja doch schon ruhig. Ein Polizeihubschrauber sollte nirgendwo rumstehen. Deswegen sollten Sie mal anschauen. Aber ich glaube, die haben wir hier nicht gehört. Also egal. Weil es eh schon wurscht ist. Keine Rettung in der Ferne. Vermutlich hebt der Hubschrauber jetzt ab, landet da, nimmt die Mambas auf und fliegt davon. EFE-Rettungseinsatz, na. Das kann uns gerade wurscht sein. Eieiei.
Der Funk ist heute wirklich Katastrophe. Absolute Katastrophe. Und ich bin so froh, dass mir die Julie da heute geholfen hat, als Melderin. Aber auch gleich als stellvertretende Einsatzleitung, wie es da brenzlig geworden ist, weil sie einfach mehr Infos gehabt hat. Also top, 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 top. So einen Transport habe ich noch nie gesehen. Gibt's auch sicher nicht bisher auf YouTube. Garantiert nicht. Boah, jetzt mit immer diese quietschenden Reifen machen mich ganz fertig. Bei euch alles okay? Ihr lebt's? Wir leben. Sehr schön. Kannst du mal der linken Flanke Bescheid geben, dass die Kollegen, die gerade nichts zu tun haben, dass einer mithelfen soll beim Verladen? Ja, zwei von mir haben mir schon gerade gesagt, dass sie mithelfen. Ja, perfekt, weil das sind ja doch... Ist ja doch noch ein also, Haufen drin. Ich muss vermeiden, auf unserer Seite kein einziger Verlust. Habe ich schon mitbekommen. Nachbesprechung dann in der RK. Jawohl. Puh. Puh. Muss schon sagen. Oberst heute. Servus, ich bin der Werttransporteur, der entführt wurde. Ich bin da im AKH, bitte gerne eine Aussage machen. Haha, geil, herrlich. Ja, muss sich gedulden, der Bursch. Muss sich gedulden. Herrlich. Geil. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Holy moly. Wie ein Blümchen als Dank. Ja, reiße ich hier noch eins aus, oder was auch immer. Heieiei. Hey. All diese Blödsinnigkeiten, Unsynchrone, Blaulichtbalken, die Libelle, die da vorne herumflackert, Funk, der nicht geht, gibt's auf X-Reload nicht mehr, das wird so super. Hey. Ist eigentlich bisher irgendein Funkspruch, den ich von mir losgebabbelt habe, durchgekommen? Kann man mich hören jetzt gerade? Wenn du mich hörst, dann heb die Hand. Okay, ich höre dich nämlich nicht. Moment, Moment. Ich gebe mal mein Bestes. Ich muss mal kurz meinen Knopf im Ohr tauschen. Gute, alle Mambas sind leer, sie sind eingeladen, wir müssen halt nur noch den Werttransport, ja man hörte, den einen Werttransportfahrer holen, dass wir das offiziell übergeben. Das wollte ich gerade sagen, danke. Ah, ja, jetzt höre ich dich wieder, jetzt höre ich dich wieder. Bitte nochmal, ich hab's nicht gehört. Informativ, alle drei Mambas fertig entladen. So. Ja. Ja, einer von den Security-Leuten ist im AKH behandelt worden. Den hat das LKA dorthin gebracht und okay. Der wird jetzt abgeholt und hergebracht. Okay, also übergeben wir die Mambas gleich hier, oder was? Wollen die das gleich da übergeben haben? Kann man mich hören? Ärgster Korb aller Zeiten! So Kinderformer, oder? Ja, die Mamba, die Mambas werden hier abgeholt. Auf den Werttransportfahrer, weil die Ladung noch nicht offiziell übergeben ist. Wir haben es nur mal umgeladen. Wir müssen noch unterschreiben. Und wann kommt der? Ist schon auf dem Weg hierher. Hört mal. Wolfgang, hörst du mich? Einer vom LKA holt ihn gerade. Wolfgang, hörst du mich? Ja. Wolfgang. Also, wir müssen Wolfgang, noch ein bisschen da stehen. Du stinkst! Hörst du mich? Ach, Wolfgang. Was ich dir schon immer sagen wollte, du bist raus aus der LVA. Ja? Es gibt nur Beschwerden. Erstens einmal, du bringst überhaupt keine Organmandate rein. Ja? Dann zweitens, du hältst da das Auto nicht auf. Deine Füße stinken die ganze Zeit. Wolfgang! 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 Wolfgang, schau, folgendes.
Ich wollte schon die ganze Zeit sagen, aber dachte, das ist der beste Zeitpunkt, du bist raus. Ja. Wolfgang, ignoriere mich nicht. Peter? Peter, du bist auch raus. Peter, es interessiert mich einfach nicht mehr. Du bist raus. Hallo, Chef. Ja, hast mich schon richtig gehört. Brauchst mich nicht mehr Chef nennen, weil du bist nicht mehr mein Untertane. Du kannst gleich anfangen bei irgendeiner Spedition da am Hafen. Tschüss. Schau mich nicht so an, so traurig. Du auch nicht. Wolf. Du stehst ziemlich in meiner Schusslinie, wenn der wegkommt. Du bist kein Angestellter mehr hier, du kannst gehen. Du bist hier nicht mehr benötigt. Geh jetzt. Tschüss. Geh. Geh jetzt. Lebe wohl. Peter und Wolfgang können uns beide gehen. Das LK sucht auch Leid. Tschüss. Geht's jetzt. Peter und Wolfgang. Meine Lippen bewegen sich doch, ihr müsst mich, ignoriert mich nicht. Peter und Wolfgang. P und W. Tschüss. Sie hört mich denn nicht? Wieso kuschelst du so mit mir? Hört sie mich? Ja, hallo. Ja, jetzt schon. Ja. Ich habe euch gerade in höchsten Tönen gelobt. Ah, super. Dass ihr das danke, echt Lydia. Gut gemacht habt, ja. Top. Wir müssen doch warten und dann fahren wir. Ja, Achtung. Habt's echt gut gemacht. Müssen wir noch unterschreiben dann. So, wo? Wo ist das Unterschreiben? Ja, hier Cobra 100. Ich würde sagen, wir stellen schon mal zumindest den Konvoi auf. Die Unterschrift geben wir dann, wenn der Herr da ist. Okay, ich fahr vor. Nein, der Audi fährt vor. Schau, das ist das schönste Auto. Informativ, die Mambas bleiben da. Die Mamba-Fahrer bitte anderswo zusteigen. Die Mambas übergeben wir hier der Sicherheitsfirma. Ich hab gedacht, das ist an euch durchdrungen, habe ich nicht gewusst. Na, sind wir bei Ihnen mitfahren oder wo sind wir zusteigen? Wo es wollt, steigt zu. Wo ihr wollt. Ich muss da nur unterschreiben. Ist zum Unterschreiben. Anfrage von Cobra 100, weiß jemand, wie der Herr hertransportiert wird, das Unterschreiben und wo der gerade ist? Ich weiß nicht, ob Sie mich hören, aber ein Kripo-Mittel holt den Kollegen ab. Ja, verstanden, danke. Wo? Das Krankenhaus auf AX ist nochmal wo? So. Wir müssen noch unterschreiben. Wir müssen nur noch. Es ist wie immer, man wartet nur noch auf die Unterschrift. Ich check mal, ob die LKWs wirklich leer sind. Ich muss halt immerhin dafür haften. Wir geben das Auto zurück mit wieder ein Hinding. Moment, einer gehört ja mir. Wurscht, schenken. Den versenke ich. Gut, passt. Leer. Kollegen haben hoffentlich eh nichts eingesteckt. Leer. Leer. Ausgezeichnet. Gibt nichts mehr zum Holen. Eieiei.
Wann der wohl da ist? Ja. Solange es keine Zwischenfälle mehr gibt. Ey, was wollen Sie von uns holen? Abgeschossene Patronenhülsen und kaputte Reifen? Ja, wohl möglich. Können es gern haben. Schenke ich Ihnen. Die Messinghülsen. Wobei so gepanzerte Fahrzeuge sicher nicht schlecht werden für Sie. E3? Ja. Ja, das, deswegen lassen wir noch unterschreiben. Dann sollst du damit tun, was wollen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Aber ich muss sagen, die Reifen sind sehr strapazierfähig, Ben. Ja, muss sagen, gut, dass das ein Dreiachser ist. Hm. Warst du im letzten Auto? Also im Nein, ich war im Zwarer, okay. Nummer 2. Gott sei Dank, weil der letzte war schon ziemlich langsam, weil ich habe dann der 1er und der 3er haben dann, glaube ich, Platz tauscht. Okay. Aber hat gut funktioniert. Das Wichtigste ist, dass keine Verluste zu melden sind. Richtig. Fährt der mit dem Radl her oder was tut der? Wer, wo, was? Der, was die Unterschrift. Achso, der, ich weiß es nicht, den gebe ich mit dem LK herbracht, aber. Man erreicht aber beim LK keinen. Was? Was? Wovon legt das Schiff ab? Kathi! Danke recht herzlich für 133.000 Millionen Euro mit Versandkosten! Kathi is on the road, be careful. Wo, Kathi? Vielen herzlichen Dank, liebe Kathi. Wo bist denn du unterwegs? Was ist das für ein Auto? Ist schon schlafen? Vielen, vielen Dank, liebe Kathi. Haut auf die Kathi, ein rotes Herz im Chat. Vielen, vielen, vielen Dank, Kathi. Dankeschön. Mamba 2 hat eine angenehme Stimme. Dina, hast du dich gerade verliebt? Ich verwickle ihn einfach in ein Gespräch, damit die Martina ihn möglichst lang hört. Ich sitze eigentlich schon Inspektor, gell? Wie bitte? Bist du jetzt schon Inspektor? Na, Aspirant noch. Ah, noch Aspirant. Weil du Inspektordeckeln auf der Schulter hast. Ja, das ist, weil wir die Einsatzkleidung BE anziehen haben müssen. Ach so, deswegen, okay. Und da ist nur das Inspektorzeichen drauf. Ein ausnahmsweise Inspektor. Bitte? Ein ausnahmsweise Inspektor heute. Ja, so mehr oder weniger. Wirst du vor allem Umzug noch Inspektor, oder? Kommt auf die Dienstprüfung drauf an, ich hab keine Ahnung. Oh, wann hast du denn? Ich hab da keinen Termin kriegen. Okay, Gott sei Dank. Also, ich hoffentlich hast du es bald, sagen wir so, oder zumindest vor dem Umzug. Ja, hoffentlich ja. Hey, wo bleibt denn das LK? Ups. Wenn ich nur wüsste, wenn ich anfunken sollte. Oh! Das schaut mal sehr. Das sieht aus nach LK oder nach Crime. Gib mir Deckung! Oh, Gott sei Dank! Grüße! Oberst Nix, mein Name. Alles Genial, guten Abend. Servus. Jetzt bin ich wieder da, noch die Entführung. Ich bin einer der Werttransportfahrer. Passt! Beziehungsweise einer der. Ich möchte eigentlich nur unterschreiben, dass wir euch die drei Werttransporter von der Nationalbank übergeben können wieder. Okay, passt. Und dann reißen wir ab. Die Fracht wurde sicher verladen. Es ist alles in Ordnung. Ich bürge dafür. Ordnungsgemäß verplombt? Alles verplombt. Ich glaube Ihnen das. Ach, ja. Müssen's. Ja, ja, passt schon. Passt, wo muss ich unterschreiben? Nein, ich muss unterschreiben, dass ich es abgeben habe. Achso, Sie müssen schreiben. Aber ich habe das mit. Ja, ich glaube, Sie kriegen das hin. Sag mal, da.
da. Bitte, da habe ich was. Bitte einmal da ein Krixi-Kraxi. Ja, bitte. Passt, ich mache auch eines. Gut, dann reiße ich mal das ab. Da, die Kopie ist für dich. Original nehme ich mit. Passt. Danke. Passt. Am nächsten Mal sichert bitte die Wehrtransport-DAO. Das. Also es hat keiner damit gerechnet, dass da jemand steht. Das war der Plan. Ich weiß bis jetzt nicht, wie der durchgesichert ist, dass ihr überfallen wurdet. Ja, eben, wir sind da gestanden und gewartet auf euch. Und dann sind da zuerst der Hammer war, ist herumgefahren, ist gut stehen bleiben, ist wieder weitergefahren. Dann sind da ein paar Mal Sportwagen vorbeigefahren. Dann auf einmal sind x Fahrzeuge hergeschossen. Die Leute waren 10, 15 Leute. Und haben uns da mit AK-47 bedroht. Okay. Und Knebel, volles Programm, wissen Sie. Ja. Ja. Ah, die Autos sind jetzt leer. Mit denen kann man nichts mehr anfangen. Perfekt, passt, ja. Gut. Dann vielen herzlichen Dank für Ihren Einsatz trotzdem und wir sehen uns in der neuen Stadt dann. Perfekt, passt. Die Drogen, Schwarzgeld, Waffen etc. könnt ihr eigentlich alles vernichten. Braucht man nichts in der neuen Stadt. Außer vielleicht, ja, die Juwelen oder so, die könntest du mir dann auf mein Schweizer Bankkonto bringen. Na, Spaß, Spaß. Ist doch nur ein Spaß. Oder vielleicht auch nicht. Ich wollte schon sagen, ich hab den Kollegen gesagt, die Kiste mit dem kleinen Xal, die ist für Nixen. Ja, passt. Ich weiß von nix, wissen Sie mit. Genau. Ja, passt. Gut, alles klar, gut. Perfekt, tschüss, passt. Danke. Servus. Passt, Django, wir fahren. So. Aufsitzen, Freunde. Rückfahrt RK zur Nachbesprechung. Wir fahren zurück. Der Kollege mag nicht. Road to 400 likes. Die Konvoifahrt hat super funktioniert eigentlich. Die hat perfekt funktioniert. Also von Auffahren her immer genug Abstand drin. Ja, das versetzte Fahren bewirkt oft Wunder. Road to RK. Grisi, was hast du... Grisi. Kathi, was hast du vorher gemeint? Er fährt nochmal rein. Oh Gott. Das war eines der Täterfahrzeuge. Mamba fährt nochmal rein. Ehrlich. Zurück in der RK. Obwohl mein Audi noch in der Garage steht, kaputt. Schaut sich den Konvoi an. Da raucht ein Auto.
voll. Nein, nicht überfahren! Jetzt müsste der Server gleich wesentlich flüssiger laufen. Ist wunderbar. Mein Audi. Da steht er ja. Da steht er ja. Der Kleine. So, da müssen wir auch einparken gleich. Weg damit. Ich hoffe, jetzt geht's. Magnet. Legst du mir gerade dein Sturmgewehr rein? Danke. Jetzt! Ja, machen wir mal einen Halbkreis um den... den Oberst. Um den Lauch, wolltest du sagen. Ich hab's gehört mit Telepathie. Du wolltest Lauch sagen. So, sind alle da? Da hinten streunert noch einer rum, glaube ich. Ja, der kommt schon. Ich glaube, da vorne steht ein Grofling, grün gekleidet. Na, wenn der AX-Media vor der Hütte steht, werde ich ihn hier nicht jammer scouten. Der kann sich da gleich dazustellen. Der muss uns ein paar Fragen noch beantworten, Tom. Nein, ich sehe dort die drei grünen Männer stehen. So meinst du. So. Glaub, meine sehr geehrte. Ist die Penny noch da? Ja, da vor mir, Entschuldigung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mich außerordentlich bedanken für den heutigen Tag. Dass wir in so einer zahlreichen Stärke heute hier vertreten sind, macht mich besonders stolz. Das ist nämlich heute einer meiner letzten, wenn nicht sogar der letzte Dienst in dieser Stadt. Wir sehen uns dann vermutlich erst wieder in der neuen Stadt. Ich muss sagen, es hat trotz Beschuss und trotz mehrerer Planänderungen super funktioniert. Wirklich. Bin sehr, sehr, sehr stolz auf euch und Teil dieser Truppe zu sein. Wir haben keinen einzigen Verlust und wir haben den Auftrag ausgeführt. Und das ist etwas, was wirklich unglaublich stolz macht. Ich möchte mich recht, recht herzlich bei euch bedanken. Aber, liebe Julie, tritt vor. In Zeiten, wo der Sturm so heftig war, dass ich nicht mehr gesehen habe, wo hinten und vorne ist, hat diese Frau mir den Rücken gedeckt und hat den Konvoi angeführt, wo man mich nicht mehr am Funk gehört hat und sonst alles schwarz war. Vielen herzlichen Dank, liebe Julie. Gerne, aber ich möchte das Lob gleich einmal weitergeben an das ganze LKA, weil ohne die Jungs wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Also bitte mal Applaus für die LKA-Jungs. Auch bekannt unter Wiesel heute. Die Super Wiesel. Die Super Wiesel, ja. Ihr wart großartig, ihr habt das Feuergefecht auch fast alleine gefochten sozusagen. Danke auch an die Stiere. An das Anfangsfahrzeug, an das Schlussfahrzeug, an die Mamba-Fahrer. Mamba-Fahrer, ihr habt seit echt spitze gefahren, trotz Beschuss und hindigen Reifen weitergefahren. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle heute. Und, auch wenn man das vermutlich nicht hören will, ich möchte mich auch vor versammelter Mannschaft heute mal bei unserem Gegenpart in Crimes bedanken, dass sie uns doch auch eine Geschichte heute geliefert haben. Also ich bin mir sicher, dass auch Crimes da gerade irgendwie zuhören. Weiß nicht warum, aber Dankeschön, liebe Crimes, dass ihr uns heute diese Geschichte geboten habt, weil sonst wäre es vermutlich nicht so spannend gewesen. Ist das jetzt ein Rauswurf, oder? Das ist kein Rauswurf, aber ich habe uns eine Kiste voller Schmuck gesichert. In der nächsten Stadt geht die erste Feier auf mich und drinnen im Buffet, in unserer kleinen Cafeteria in der Rosau-Kaserne, nehmt euch Kaffee und Mannerschnitten, so viel es wollt, gehen alle auf mich. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir uns in der nächsten oder in der neuen Stadt dann in aller Frische sehen. Ich hoffe, alle von euch gehen mit in die neue Stadt und wechseln nicht vielleicht doch noch die Seite in den Untergrund. Dankeschön.
Applaus für den Einsatzleiter. Ich werde rot. Ui, jetzt werde ich nervös. Uiuiuiui. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Abtreten, bevor ich vor lauter Rot umfall. So dürfen wir jetzt mal die Westen ablegen. Ich glaube, ich habe eine Muskelkarte. Vega nicht. Vega und Cobra nicht. Nein, ihr müsst immer trainieren. Ich darf es als Teilzeit Vega, weil mir tut alles schon weh. Danke. Wir trainieren eh. Okay. Gut. Schön. Echt. Tipptopp. Tipptopp. Ich weiß gar nicht, wie viele Kollegen waren da heute überhaupt? Alle. Waren nicht alle dabei, weil einige heute sich entschuldigt haben, weil echt sehr, sehr, sehr viel los war. Privat war heute bei einigen los, eh klar. Samstagabend, da haben viele einiges vor. Viele sind mit ihren Freundinnen unterwegs heute, die sich echt entschuldigt haben. Kann man nichts machen. Ist so, ja. Ist einfach so. So. In meinem Büro, meine Lieben, möchte ich den heutigen Stream beenden. Und ich möchte hiermit auch die Ära AX 2.0 hiermit für mich beenden. Auch jemand eine Mitfahrgelegenheit, so meist bekannt. Das war's für mich. Wir sehen uns auf AX, erst wieder auf AX Reloaded. Das Halloween-Event kann ich nächste Woche leider nicht streamen. Ich bin leider Gottes im echten Dienst. Ich meine, ja, Gott sei Dank bin ich im echten Dienst, aber ich wäre sehr gern dabei beim letzten Event. Vermutlich hätte ich es aber nicht lang ausgehalten. Kleiner Reminder nochmal. Am 20.10. Whitelist-Gespräche. Wer sich interessiert, alle Infos dafür unten in der Beschreibung. Ich kann es euch wirklich nur sehr empfehlen. Zweiter Reminder. Am 22. Abschluss-Event und Halloween-Event auf AX. Einspeichern. Irgendwie werdet ihr es schon mitkriegen. Dritter Reminder, 26.10. Erster Stream auf AX Reloaded. Wir werden uns zusammen die Stadt anschauen, wie es ist, wenn man frisch hier einreist. Und vierter Reminder, nächster Stream vermutlich übermorgen, wenn ich Bock habe, mache ich RP, ansonsten mache ich Reaction, ansonsten mache ich keinen. Seid mal nicht böse, ich muss auch mal einen Tag frei haben, wo ich wirklich nichts tue, weil es bei mir einfach drunter und drüber gerät, privat, mit allerhand für Sachen. Ich brauche mal einen Tag frei. Aber folgt es auf Instagram, folgt es auf Discord, ihr werdet es sehen, wenn es einen Stream gibt. So, und der erste und Überfall und Stillalarm, die Kollegen haben allerhand zu tun. Hiermit geht eine Ära zu Ende. Liebe Ella, da hast du absolut recht, denn ihr werdet dieses Büro hier nie wieder sehen. Nie wieder werdet ihr dieses Büro sehen. Ja, in diesem Sinne, verzeiht's mir, wir machen heute keine Verabschiedungsrunde. Ich bedanke mich recht, recht herzlich bei der lieben Kathi, beim lieben Benno Zockt, beim Fly David, Jomma, vielen herzlichen Dank, Schocki, danke Flinke Maler, danke Georg Steinberger, danke schön, Hardspotting, danke für die Doni, LS-Spieler ebenfalls, danke schön für die Donis heute. Ja, wie gesagt, nächster Stream Montag oder Sonntag in einer Woche, aber da County Side. Vielleicht auch beiden Tagen, ich weiß es nicht. Meine Lieben, in diesem Sinne, ich wünsche euch ernsthaft, werden schon beschossen, die Kollegen. Wurscht. Da fahren wir jetzt nicht hin. Da fahren wir jetzt nicht. Oh Gott. Okay. In diesem Sinne, meine Lieben, ich freue mich sehr, wenn wir uns auf AX Reloaded wiedersehen. Bleibt anständig, bleibt gesund. Bis demnächst, euer Officer Nixon. I'm out.